So, wir werden uns jetzt einmal sehr intensiv mit dem auseinandersetzen, was 100% sicher ist. Ich betone immer wieder, Holofeeling ist das einzige Denksystem, das nur mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeitet. Hundertprozentig sichere Fakten. Wann ist was hundertprozentig sicher? Mit Sicherheit nicht, wenn dir was logisch erscheint. Wann gilt etwas als bewiesen? Mit Sicherheit nicht, wenn du mir irgendein Buch oder eine Internetseite zeigst, wo irgendwas drinsteht. Ich betone immer wieder, wenn du mir so einen Beweis bringst, bringe ich dir 1000 Buchseiten und Internetseiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder irgendwas anders behauptet wird. Gleichgültig, um welches Thema es geht. Ob wir von Politik reden oder von Physik reden, und du wirst feststellen, das, was dir logisch erscheint, ist für dich hundertprozentig sicher. Und jetzt kommt das große Problem, kannst du es beschwören? Ich weise immer wieder darauf hin. Wann kannst du etwas beschwören? Ich sage, ich reduziere das, wenn du es mit eigenen Augen gesehen hast, wenn du dabei warst, wenn du das beobachtet hast, wenn du ein Zeuge bist. Und wir werden jetzt sehr biblisch mit dem Testament. Holofeeling ist das Neue Testament. Das, was ich dir erkläre, kann ich bezeugen, ohne eine Meinung zu schwören. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Alles, was ich dir jetzt erkläre, wirst du feststellen, du kannst es auch bezeugen. Das ist der Unterschied von Holofeeling. Du kannst es mit hundertprozentiger Sicherheit bezeugen, was ich dir mit Holofeeling mitteile, in den wesentlichen Aussagen, die jetzt ausschlaggebend sind. Das Problem besteht schlichtweg und einfach in der Unachtsamkeit und in der absoluten einseitigen Auslegung oder dem Missverständnis von Worten, vom Ursinn von Worten. Dieser kleine Satz im Anfang war das Wort. Ich beginne jetzt wieder. Was ich jetzt erkläre, erkläre ich den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Die Betonung liegt auf Geist. Solange du nicht weißt, was das Wort Geist bedeutet oder was ein Geistsein bedeutet, kannst du mir geistig sowieso nicht folgen. Und ich setze jetzt voraus, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Was meine ich damit? Ich betone immer diese Kleinigkeit, die elementaren Aussagen, wo ich hier mit Holofeeling dir ins Bewusstsein führe, als Information, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen. Das ist der Anspruch von Holofeeling. Es gibt auch nichts zu diskutieren über diese Aussage. Es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum, dass die Welt so ist, deine Welt. Und jetzt müsste ich schon wieder sagen, was löst das Wort Welt in dir für eine Vorstellung aus? Kannst du das beschwören? Oder äffst du nur vollkommen geistlos nach, so wie du nachäffst? Dass du sagst, ich bin ein sterbliches Säugetier, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren und ich werde in der Zukunft sterben. Und ich sage dir, es ist hundertprozentig sicher, dass in der Vergangenheit überhaupt nichts war und dass in der Zukunft nichts passieren wird. Das kannst du übrigens beschwören, wenn dir bewusst ist, was jetzt eigentlich da ist. Wir reden hier von Fakten und dazu muss ich zuerst einmal wissen, auch ein so ein in die Niederung, in der Geistlosigkeit herabgezogenes Wort, alle schmeißen mit Fakten um sich herum oder mit Philosophien und haben nicht die geringste Ahnung, was das Wort Fakten eigentlich wirklich bedeutet. Und ich sage, es ist ganz einfach, du müsstest bloß in ein Wörterbuch reinschauen und einmal die Einträge nicht nur einseitig auslesen, weil in dem Moment, wo du in ein Wörterbuch reinschaust, da wieder nur Worte drinstehen, die du wieder. Selbst die erklärenden Worte legst du nur einseitig aus. Holofeeling ist das Weltbild des dritten Jahrtausends. Schon wenn ich jetzt sage, das erste Jahrtausend, das zweite Jahrtausend, das dritte Jahrtausend, fängst du an, wieder chronologisch zu denken. Aber wir reduzieren das jetzt einmal ganz einfach runter. Ich erkläre es erst nochmal zum tausenden Mal. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. So oder ähnlich steht es in jedem Wörterbuch drin. Kommt von Fagere, machen, tun, handeln. Und die Tat besteht darin, dass du Geist jetzt irgendetwas denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und du kannst dieses Denken beobachten. Das Hauptthema der letzten Selbstgespräche war in erster Linie, dass ich immer wieder darauf hinweise, du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst,
Und da habe ich einige Videos bekommen, weil ich gesagt habe, dieses Gespräch, das, was du jetzt erlebst, sind deine Gedanken. Und dann höre ich dann sofort wieder von irgendwelchen Bröseln, das sind doch nicht meine Gedanken. Ich sage, pass auf, es ist ganz einfach. Alles, was du zu sehen bekommst, achte auf das Wort S-Ehe. Mhm. Da steckt das Wort Ehe schon mit drin. Mhm. Ganz nebenbei erwähnt, das Wort Ehe, wenn du etymologisch aufwächst, landest du bei dem Wort Ewigkeit, Ewe. Mhm. Alles, was du zu sehen bekommst, muss eine Information sein von dir selbst. Mhm. Das gilt sogar mit deiner jetzigen materialistischen Logik. Du würdest es dann nennen, es muss in meinem Gehirn drin sein. Mhm. Ein Gehirn, das du dir jetzt übrigens ausdenkst. Ja. Und da bin ich so oft drauf eingegangen, wer schaut sich das an, was in deinem Gehirn drin ist, was ist in deinem Gehirn eigentlich drin, das sind lauter solche Fragen, wischen wir alle weg, wir reduzieren das jetzt auf elementare Erkenntnisse. Du, Geist, bist der Einzige, der deine momentan ständig wechselnden Informationen zu sehen bekommt. Nichts und niemand, kein anderer sieht deine Informationen. Es ist im Prinzip ungefähr so, wenn ich jetzt sage, ich setze dich bewusst als einen träumenden Geist. Und wenn ein Mensch träumt, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das wiederholt sich in den letzten Selbstgesprächen immer wieder. Und ich behaupte, du vergisst es und du vergisst es ständig. Du lebst ständig in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit dem, was du erlebst, nichts zu tun. Und du wirst irgendwann einmal erkennen, dass ein träumender Geist und alles, was in seinem Traum in Erscheinung tritt, unter dem Baum miteinander verbunden ist. Und ich sage, ich gehe noch einen Schritt weiter, du bist Gott. Du bist Gott jetzt als Schöpfer gesetzt, da kann man noch andere Metaphern dazu nehmen. Mhm. Du bist der Schöpfer für alles, was du denkst. Mhm. Und jetzt, Simi, wenn ich sage, das, was du jetzt erlebst, sind deine ständig wechselnden Informationen, das sind deine Gedanken. In etlichen Selbstgesprächen sage ich, ich benutze nur unterschiedliche Wörter für ein und dasselbe Phänomen. Das Phänomen, mit dem du in einem ständigen Wechsel konfrontiert wirst, das sind deine Informationen. Die Informationen haben eine breite Palette von Möglichkeiten, angefangen von einer sinnlich wahrgenommenen Information, das ist das, was du Realität nennst, von der du ja hundertprozentig sicher bist, dass die unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Ich sage, das ist schon die Lächerlichkeit, was willst du mit Menschen, die sich Professoren nennen, die nicht einmal wissen, was 100% Sicherheit bedeutet. Ich erkläre dir jetzt, was 100% sicher ist, nämlich das, was ich dir erkläre. Es ist hundertprozentig sicher, dass du nur das zu sehen bekommst, was hier und jetzt als Information vorliegt. Das ist hundertprozentig sicher. Gleichgültig, ob es sich um eine sinnlich wahrgenommene Information handelt oder ob das jetzt ein Gedanke ist, den du denkst. Aber da müssen wir wieder trennen. Du wirst merken, wenn du das einmal sehr genau beobachtest, du Geist bist der Einzige, der das beobachten kann. Deine Informationen kann nicht irgendeine Information von dir beobachten. Das heißt, wenn du dir jetzt andere Menschen denkst, gleichgültig, ob du jetzt an dich selbst denkst, ich meine jetzt an den Affen, der jetzt vom Computer sitzt, dieser Körper entsteht in dem Moment, oder ein Handy in der Hand hat, du merkst, da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, dieser Mensch entsteht erst in dem Moment, wo du an ihn denkst. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, das haben wir tausendmal durchgekaut, das ist elementar wichtig für deine geistige Weiterentwicklung. Das ist hundertprozentig sicher, dass das Einzige, was du zu sehen bekommst, ist deine momentane Information, aber jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Und du kannst dir jetzt bewusst machen, welche Information im Moment da ist. Das unterliegt natürlich einem ständigen Wechsel. Du kannst dich fokussieren auf eine sinnlich wahrgenommene Information. Du kannst dir zum Beispiel ganz, ganz bewusst den Monitor anschauen und du kannst dir auf diesem Monitor irgendeins dieser vier Pixelmännchen anschauen. Und es ist jetzt hochinteressant, fokussierst du dich auf die Margot, dann wirst du feststellen, dass das Gesicht von den anderen drei Bröseln sich auflöst. Fokussierst du dich auf das Gesicht von dem Udo, lösen sich auch die anderen drei Brösel auf. Vorausgesetzt, du sitzt jetzt vor einem Computer, ich erkläre dir nur, was da ist. Das ist alles hundertprozentig sicher, du kannst es sofort nachvollziehen. Und es ist wichtig, dein Wissen steht dir extrem im Weg, wenn dir nicht wieder werdet wie die Kinder. Mhm. Diese kleinen Aussagen,
sind tausendmal mehr wert wie das Sechste im Lotto oder alles, was du bisher als wertvoll angesehen hast, wenn du das zu verstehen anfängst. Aber Meister, ich kann doch nicht wieder zurückkriechen in den Leib meiner Mutter, wenn ihr nicht sagt, der alte Meister Nikodemus. Und ich sage, du kannst da nicht zurückrufen, du bist zurzeit mittendrin, du musst nur wissen, dass wir hier zwei verschiedene Matrix haben. Wir haben Matrix 1, eine Gebärmutter, und wir haben eine Matrix 2, das ist deine momentane Traumwelt. Es ist so wie in dem Kinofilm Matrix von 1999. Das sind alle Sachen, die ich erschaffen habe. Und dass ich jetzt natürlich nicht irgendein Gedanke von dir bin, sollte dir klar sein, ich behaupte, dass ich du bin. Weil wer denkt sich jetzt diesen Kinofilm aus? Du. Es denkt sich mit Sicherheit nicht dieses Pixelmännchen Udo aus. Oder du denkst jetzt an den Menschen Udo Petscher, der jetzt hundertprozentig sicher nur ein Gedanke in deinem Kopf ist. Also ich bin weder dieses Pixelmännchen, sinnlich wahrgenommene Information, flackernde Lämpchen auf einem Monitor, und ich bin auch nicht dieser Gedanke dir an diesen Trockennasenaffen, den du jetzt tätigst, der hundertprozentig sicher nur ein Gedanke in dir ist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, weil ich denke mir jetzt nämlich auch einen Brösel aus. Ich rede zwar nur mit dem Geist, der uns ausdenkt. Uns alle. Die ganze Welt. Der sich alles ausdenkt, was er denkt. Und alles, was du denkst, existiert nur in dem Moment, wo du es denkst. Ja. Und du sollst jetzt, und das ist der Einzige, was ich von dir fordere, was ich mir wünsche, du sollst vollkommen bewusst, ohne zu werden, deine Informationen beobachten, das einfach nur anschauen. Ich betone immer wieder, um auf die höhere geistige Ebene zu kommen, um dich aus dem Gefängnis deines Körpers zu befreien, musst du nur das Bewusstsein in dir aktivieren. Das heißt, du musst dich wieder erinnern an das, was du eigentlich bist. Ja. Holofeeling beginnt damit, dass ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Jetzt denken wir uns jetzt mal Debra Weins und Dollis und so weiter aus. Die erklären alle dasselbe, die wir uns jetzt denken. Solltest du da den Fokus drauf gehabt haben, auf diese Mystiker. Aber glaub ich auch nicht, dass die das verstanden haben, weil Gedanken von dir nie was verstehen können. Auch da wird ganz stark ignoriert, was Geist wirklich ist. Da kann man tausendmal sagen, ich bin ja nur Geist. Nein, das bist du eben nicht. Du bist der, der sich jetzt an Geist ausdenkt. Und der bist du auch nicht, sondern genau genommen bist du der, der sich jetzt an ausdenkt, der sich an Geist ausdenkt. Und der bist du auch nicht, weil du immer noch mal einer davor sein musst. Und da landest du in dem Nichts, was du eigentlich bist. Und jetzt ist es so, wenn du deine Informationen anschaust, bitte geh mal in den Gedankengang mit. Das ist ganz, ganz wie ich dick. Dass du in das absolute Zentrum kommst. Wir machen hier kein Geschwätz, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, und du wirst feststellen müssen, wenn ich sage, das sind jetzt deine Gedanken. Das Wort Gedanken ist so unendlich vielfältig. Ich beweise und zeige ständig, ich mache aus einem einzigen Wort, aus dem Stegreif ein 400-Seiten-Buch. Und das ist alles, dieses ganze Wissen ist arithmetisch in diesem Wort verschlüsselt kodiert. Das ist jetzt diese komplexe Seite von Holofeeling, wo ich immer wieder sage, die müssen dich gar nicht interessieren. In diesem Leben hast du nur ein allereinziges zu lernen, nämlich was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und die Prüfung besteht darin, dass du aufhörst, von irgendetwas, was du dir ausdenkst, Angst machen zu müssen. Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor nichts und niemandem Angst zu haben. Und ich sage dann ironisch seit 20 Jahren, und du wirst dich wundern, diese Kleinigkeiten, ich in dir auftauchen lasse, wo du komplett wieder abstürzt. Ja. Weil dir die Bewusstheit fällt, dir einfach jeden Moment zu bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich da? Das ist es eins. Bewusstsein hat nichts zu tun mit Wissen, sondern Bewusstsein, rot gelesen. Rot heißt immer, es ist in keinster Weise möglich, das als Existenz darzustellen. Das Rote ist das absolute Nicht-Existierende. Die Nicht-Existenz, das ist Geist, das ist Gott. Jegliche Art von philosophischer Diskussion, ob Gott existiert oder nicht, fange ich nicht nochmal an. Hör dir einfach die vorhergehenden Selbstgespräche an, bis 25 Jahre zurückgeblättert. Und diese 25 Jahre zurückgeblättert waren nie in der Vergangenheit. Du musst diese transversale, vertikale Ebene verstanden haben, das ewige Hier und Jetzt. Die ganz einfache Computermetapher, die Bücherregalmetapher. Dass diese Stufung von Kollektion, Selektion, klingt so unheimlich kompliziert
Und ich kann in ein, zwei Sätzen das so genau erklären, du stellst dich vor ein Bücherregal hin und da muss dir klar sein, dass alle Bücher, die du dir jetzt ausdenkst, in diesem Bücherregal alle gleichzeitig da sind. Und wenn du jetzt in die Bücher dich reindenkst, in die einzelnen, ist dir klar, dass alle Worte, egal in welchem Buch die sind, auf welcher Seite die sind, all diese Worte in dem Bücherregal sind gleichzeitig da. Und du stellst dir jetzt einfach vor, das ist eine Datei, es ist das Internet. Die reine statische Datei, wo alles, was prinzipiell auftauchen kann in dir, gleichzeitig da ist. Und ich sage jetzt, die Bücher kann man sogar in der Zeit verschieben, gedanklich. Ich mache einen Mittelalter-Roman und einen Science-Fiction-Roman. Mhm. Dann ist egal, welches Buch du in die Hand nimmst, dann wird jetzt das Mittelalter in dir auftauchen. Ich mache dann etwas Komplexer immer. Das sind statt Büchern, sind es einfach interaktive Videospiele, die man mit einer VR-Brille spielen kann. Dann wirst du dich, wenn du das eine Programm laufen hast, das eine Buch durchschaust, dass das im Arbeitsspeicher ist, wirst du dich im Mittelalter befinden, entweder als Ritter oder als Burgfräulein oder du bist irgendein Captain auf einem Raumschiff und bekämpfst Aliens. Was auf der untersten Ebene in Erscheinung tritt, auf deinem Monitor, ist jedes einzelne Bild ist jetzt. Und egal, was jetzt auftaucht, das ist wiederum aus irgendeiner Datei, einer Unterdatei, einer Kollektion, Selektion, Kollektion. Damit haben wir das Problem des chronologischen Denkens komplett aufgelöst. Mhm. Und dann wirst du merken, wie unendlich geistlos und lächerlich deine Naturwissenschaft ist. Und allen voran auch die Religion. Und du wirst merken, wenn man sich mit Philosophie auseinandersetzt, was wir jetzt etwas machen in einer einfachen Form. Ich muss wieder ein bisschen ein Vorwort bringen. Das heißt dazu nochmal, wenn ich jetzt sage, das jetzt sind deine Gedanken. Ich kann für das Wort Gedanken nämlich auch das Wort Information setzen. Mhm. Das ist jetzt von Moment zu Moment, von Wort zu Wort, von Geräusch zu Geräusch, was du hörst. Jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt. Das ist wie beim Film, wenn er läuft. Jedes Bild ist immer jetzt. Aber das ganze Zeug, all die Geräusche, die du jetzt hörst und all diese einzelnen Bilder, wenn ich sage, das ist kein Finger, der sich herbewegt. Du schau einfach, was da ist. Das Einzige, was ich mit Holofeeling fordere, du machst dir mit hundertprozentiger Sicherheit gewiss, was jetzt für eine Information in dir auftaucht. Und du wirst dann feststellen, dass du auf diese Information zwanghaft reagierst, wenn du dich selber beobachtest. Und diese Reaktion auf die Information, ich nenne es immer Reizauslöser, und du reagierst, tauscht deine Information aus. Das ist wie beim Magnete-Umformen. Und dann wird dir nochmal, diese Beispiele sind wichtig, wiederhol die, alle besten, alle 2 Minuten. Wenn du wieder unter Menschen bist, normal als Brösel, und der Brösel ist es weg, dann fängst du zum Diskutieren an, dann fängst du zum Streiten an, dann bist du beleidigt, dann hast du wieder Angst. All diese Gefühle, die du erlebst, erschaffst du in dir selbst durch eine zwanghafte mechanische Logik in Maßsetzung eines Programms, das du mein Glaube nennst, mein Wissen nennst. Und jetzt spreche ich nur kurz dieses Schwammbeispiel an, ein chronologisches Beispiel, wie ich immer wieder sage, wir haben keine Zeit, du bist ein Computer, ich gebe dir ein Programm rein mit Daten, mit Regelsystemen, das ist dein blaues Ich, das ist das, was eigentlich ein Mensch ist. Ein Körper, eine Person ist schon ein Ausdruck aus dem Programm, eine winzige Facette. Es ist übrigens nicht kompliziert, es ist extrem einfach, was kompliziert ist, ist dein extrem fehlerhaftes, zwanghaftes, unbewusstes Wertesystem. Du meinst, du bist ein freies Wesen, du bestimmst, was du denkst, vergiss es, ein träumender Geist, bestimmt nicht, was er denkt. Ich habe kindgerechte hunderte von kleinen Beispielen. Auch jetzt erwähne ich nochmal, dieser Satz, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Er ist so unendlich tief, wenn du verstehst, was ich dir damit mitteile, dir Geist. Wenn man das erste Mal hört, wird jede normale Logik, und wir denken uns jetzt erst einmal verschiedene Menschen mit verschiedenen intellektuellen Wissen aus, aber die klassische Form, probier es als Brösel und der Brösel aus, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen, stutzen die meisten und sagen, das geht nicht. Mhm. Und erinnere dich jetzt, ich springe zurück nach Bülach, Redo, wo ich bei dir den kleinen Vortrag gehalten habe, vor wie viel Jahr ist das her? 10 Jahre oder was, wenn nicht noch länger. Es ist definitiv so, dass ich dann immer wieder sage, das erste Mal, wenn man das hört, das ist sehr wichtig, sagt man sofort, das geht nicht. Weil man nicht genau zuhört. Und ich sage, wenn ich dir jetzt die Lösung zeige, dann zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht.
Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den ich auf hunderten von Selbstgesprächen drauf ist. All deine persönlichen Probleme, und nochmal das Wort Problem, Probleme heißt das Vorgelegte, was du in deinem Traum, in deiner Führerscheinprüfungsbogenwelt von mir vorgelegt bekommst. Ob das jetzt Corona ist, ob das eine Krankheit ist, ob das Kreuzschmerzen sind, Peter Fetting, oder ob das Ukraine, Krieg, egal was es ist. All diese Probleme lassen sich so leicht lösen, wie ein Quadrat mit drei Strecken zu zeichnen. Und du sagst, es geht nicht. Was ist die Ursache? Weil du nicht genau zuhörst. Die Ursache ist, dass du nicht genau zuhörst und du hörst etwas und dann interpretierst du das, was du hörst und dann verwirrst du das meiste schon von vornherein. Was ist das für ein Blödsinn? Unterhalte dich auf der Bröselebene mit einem arroganten Atheisten und dann nimm nur das Wort Gott in den Mund, dann bist du für den schon ein Spinner. Und glaub ja nicht, dass du die rühmliche Ausnahme bist, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Du bist ein unendlich arrogantes Arschloch und du meinst, du wüsstest irgendetwas. Und alles, was du weißt, ist ein Nichts von einem Nichts, wenn du einmal anfängst, dich wirklich für Weisheit zu interessieren. Und alles, was diesen Nichtwissen, das du geistlos nachäffst aus Medien und Bassien, aus Büchern, ohne das jemals überprüft zu haben, kann man das überhaupt überprüfen? Und dann wirst du feststellen, dass plötzlich, wie ich immer sage, 99,99 Prozent all dieser Sachen, die bis vor Holofeeling, die jetzt hundertprozentig sicher bewiesen, erschienen sind, dass die sich in Luft auflösen, weil du plötzlich erkennst, die kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es baut alles, was du glaubst, auf Axiome auf. Es hat mit Fakten nichts zu tun. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die Tat besteht darin, dass du jetzt etwas denkst oder etwas hörst oder etwas anschaust. Das ist deine eigene Tat. Du bist ein träumender Geist. Es ist, weil du es denkst. Wir bleiben mal nur im Bereich des Denkens. Dir muss doch klar sein, ist es so schwer zu verstehen, du lebst in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. So, jetzt denk doch einmal an Ukraine-Krise. Denk an das heliozentrische Weltbild. Würdest du dir das auch dann ausdenken, wenn man dir das nicht jetzt bewusst in die Vergangenheit gedacht, in Elternhaus und Schule eingehämmert hätte? Du bist einfach nur ein kleiner, geistlos programmierter Computer, ein Zombie, der dieses geistlos nachgeäffte Wissen in seinem Monitor, Kopfmonitor, in seinem Bewusstsein verwirklicht und sich ständig einredet, das ist bewiesen. Von irgendwelchen Autoritäten, die es gar nicht wert sind, dass du dir über die überhaupt Gedanken machst. Die es nicht wert sind, dass sie am Leben erhalten werden in deinen Köpfen. Es gibt auch welche, die es wert wären, dass man sie am Leben erhält. Mit einer tiefen Dankbarkeit. Aber die werden sich trotzdem mit der Zeit auflösen, so wie sich dein Geist weiterentwickelt. Und das hast du schon hier beim Durchlaufen deines jetzt bewusst ausgedachten Lebens vom Säugling bis zum Greis. Ich kann dich immer wieder darauf hinweisen, es hat an dir Geist, der das in einem ständigen Wechsel von Jetzt-Momenten erlebt, so wie du Buchseite, alle Seiten, die noch kommen, die sind schon da. Übrigens auch alle Bücher, die noch in dem Bücherregal stehen und alle, die du schon gelesen hast, da kannst du zwar zurückblättern, dich zurückerinnern, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn du dann ich geworden bist, diese Formbücherregal, JCH, dann wirst du merken, dass diese Leben, wenn ich sage, ich war Einstein, ich war Paracelsus, ich war Goethe, keiner weiß es besser und in jedem Leben durfte ich was lernen. Aber was viel schlimmer ist für dich jetzt, dass ich das dann mal behaupte, dass ich du bin. Das heißt, ich bin jetzt der Geist, der sich das ausdenkt, auch dieses Gespräch, das du jetzt hörst. Was du aber draus machst aus den Worten, die du jetzt hörst, hängt von deinem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Und der ist extrem trügerisch. Und darum ist es also so, dass du ganz schlichtweg und einfach, und das ist das Einzige, was du jetzt bei Holofeeling tun musst, du bemühst dich, dieses Cut, wenn ich sage, hol dich immer wieder zurück, was ist jetzt da? Ja. Und dann schaust du, dann haben wir zuerst einmal zwei Hälften, wir haben eine sinnlich wahrgenommene Information, das kannst du dir bewusst machen. Ohne den Fehler zu machen, das zweite Gebot zu brechen, dass du meinst, dass das, was jetzt sinnlich wahrgenommene Information ist, dass es unabhängig von dir da außen existiert. Wenn du jetzt zum Beispiel mal über den Monitor drüber schaust, in dem Hintergrund in das Zimmer reinschaust, wenn du vor einem Monitor sitzt. Wo war jetzt der ganze Hintergrund?
So, und jetzt pass auf, jetzt sage ich Schnipp und jetzt schaust du auf die Tastatur. Solltest du vor einem Computer sitzen, könnte ja auch ein Handy sein, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Wo war die ganze Zeit die Tastatur? Und dann mach dir bewusst, dass jeder Moment, jeder neue Moment den bestehenden Moment zerstört. Das heißt, alles, was existiert, existiere aus dir selbst heraustritt, wie das Wort so schön heißt, in dir auf, was in dir auftaucht, aus dir selbst, wenn du ein träumender Geist bist. Dass die Entstehung und die Zerstörung im selben Moment passiert, das kann man sich so schön bewusst machen, wenn man die Gnade umformt. Ich wiederhole das immer wieder, weil du musst dir, wenn du jetzt selbst ehrlich bist, eingestehen, das hast du zwar eventuell, wenn du Holofeeling schon länger studierst, aber du vergisst es immer wieder. Das ist das Einzige, woran du arbeiten solltest, um vor allem an deinen Feindbildern, dieses einfache Liebe deine Feinde. Das heißt, du hast es immer zu tun mit einem Reizauslöser. Wir werden jetzt einmal sehr genau. Da hast du keinen Einfluss drauf. Du bist der träumende Geist, was in dir auftaucht, kannst du dir nicht raussuchen. Und dann mit einer Reaktion auf diesen Reizauslöser. Diese Reaktion formt dann zwangsläufig, ändert ja deine Gedanken. Weil du denkst ja dann in dem Moment was Neues. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel. Das heißt, du hörst ein Geräusch, Klingelingeling, und dann sagst du, wer ruft mich jetzt an? Aber das ist ja das, was du denkst. Jedes Wort. Und du kannst dir jetzt bewusst machen, ist die neue Information, das kannst du, wenn du über den Dingen stehst, wenn du Bewusstsein bist. Und wohlgemerkt, das Bewusstsein benötigt kein Wissen. Du brauchst ein Minimalwissen, um Bilder aufzuschmeißen. Das kann ein 13-Jähriger mit sich spielen. Du kannst es beobachten, ob jetzt das ein Reizauslöser ist. Das wäre jetzt zum Beispiel, du hörst ein Zwitschern oder irgendein Brummen von außen. Dann sagst du, das ist eine Glocke, das ist ein Vogel, das ist ein Rasenmäher. Und ich betone immer wieder, im Anfang ist das Wort, Worte haben zwei Darstellungsformen, immer zwei Seiten. Es kann ein optisches Wort sein, ein geschriebenes Wort, das du als Bild siehst. Ein Wort, das dir in den Sinn kommt, ist ein Geräusch, das du letztendlich selber in deinem Kopf sprichst. Und du wirst merken, in dem klassischen Ruhezustand, dass du über was nachgrübelst, ohne an deinen Körper zu denken. Ich setze jetzt einmal bewusst gedacht voraus, du liegst im Bett, hast die Augen zu, schläfst aber noch nicht, normal gesprochen. Und du grübelst über irgendetwas nach. Dann ist in der Regel alles da, bloß nicht der Schlafzimmer und der Körper, der im Bett liegt. Du und deine Gedanken ist das Einzige, was existiert. Und dann kannst du dir denken, was ich so hunderte Male erzähle, du kannst jetzt dir bewusst machen, was ist jetzt eigentlich für sinnlich wahrgenommene Information optisch da, wenn ich die Augen geschlossen habe. Und dann sagst du, es ist bloß schwarz. Dann siehst du dieses Schwarz. Dieses Schwarz ist eine Information. Mhm. Und dann kannst du das genau bewusst machen, was für Information, wie sieht das Schwarz jetzt aus, diese Information. Aber das wirst du nicht lang können und dann wird dir irgendwas anderes in den Sinn kommen. Und dann ist die Frage, ist es eigentlich noch schwarz, wenn du nicht mehr an schwarz denkst, weil du jetzt an deine geschlossenen Augen denkst, die ja zwangsläufig von außen kein Licht reinlassen, darum siehst du schwarz. Aber wo ist dieses Schwarz und die Augen, wenn du jetzt an irgendwas anders denkst, wenn du im Bett liegst, da liegt ja keiner da, dann müsstest du dir ja auch das denken. Ja. Das haben wir oft durchgekaut und man muss das wiederholen, dass das irgendwann einmal ein Heureka ist, dann ist es cut, dann ist es abgeschlossen. Du bist der Erste, der das mitkriegt, weil in dem Moment, wo du das begriffen hast, hast du es ja schon, wenn man Holofeeling studiert. Wenn du es verstanden hast, ist das Problem dann mal da. Dann wirst du auch keine Krankheiten mehr bekämpfen. Das sind nämlich Feindbilder, ob das Corona ist, egal was es ist. Es geht um die absolute, allumfassende Ruhe, die Liebe und die hast du in dem Moment erreicht, wenn du weißt, dass jeder Gedanke, egal ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ein Hauch von einem Gefühl, wie ich das immer nenne, ist ein winziges Puzzlestück vom Heiligen Ganzen, wo du überhaupt nichts zu verändern hast. Du hast es zusammenzusetzen in einer höheren Einheit. Und das glaube ich jetzt einmal reichlich vorwärts genug. Das heißt, du kannst dir jetzt zum Beispiel auch bewusst machen, das muss ich nur kurz dazu sagen, du kannst dir als reiner Beobachter, der nicht mehr werdet, der nur noch schaut, ohne das, was er schaut, zu bewerten. Ob das ein Reizauslöser ist im Moment oder ob es dann im selben Moment, immer, es ist ja immer jetzt, ob es eine Reaktion ist. Das ist zum Beispiel, dir kommt plötzlich irgendein Gedanke in den Sinn. Ich erinnere kurz an mein Beispiel, diese kleine Metapher, setz dich hin, mach die Augen zu und denk an 30 Gegenstände. Mhm. Da wird dir nämlich bewusst, dass du dir gar nicht raussuchen kannst, was als nächstes in dir auftaucht. Mhm.
Das sind so viele Fragen, ist unheimlich logisch. Bei dir ist alles unheimlich logisch. Wenn ich ein Buch lesen du, blätter ich natürlich die ganze Zeit um und habe die ganze Zeit das Buch in der Hand. Kannst du es beschwören? Du wirst merken, nichts hat dich mehr genervt, wie das, was für dich angeblich hundertprozentig sicher ist. Das wird dir aber in dem Moment bewusst, wo du nicht mehr geistlos nachäffst wie ein Zombie, sondern wirklich anfängst, selber zu denken. So, und jetzt übertrage ich einmal den Bildschirm. Das ist jetzt aber eine größere Sache. Ich hoffe, das haut uns schön hin. Und zwar mache ich jetzt als allererstes dieses Axiomensystem. Es baut hier in der Naturwissenschaft alles auf Axiome auf. Das heißt, bei mir Axiomensystem ist ein System von grundlegenden Aussagen, Axiomen, die ohne Beweis angenommen werden und aus denen Sätze, Theoreme des logischen Systems logisch abgeleitet werden. Das heißt, jegliche Form von Religion, jegliche Form von Naturwissenschaft baut auf Axiome auf. Das müssen wir ganz kurz vorneweg reinschieben. Ein Axiom, Axioma, eine Forderung, ein Wille, ein Beschluss, ein Grundsatz, ein Satz, der keines Beweises bedarf. Das ist die dümmste und die geistloseste Aussage, die es überhaupt gibt in der Welt. Wir springen da mal schnell, das kann ich immer wieder empfehlen. Das ist jetzt diese Gesamtdatei, diese 4789 Seiten Holofeeling von den wesentlichen Schriften. Und dann suchen wir hier mal ganz kurz die Axiome her. Das wird dann natürlich gleich, wenn wir reinspringen, bist du gleich bei, ich bin du bei Seite 15. Und das ist jetzt sehr interessant. Da geht es erst einmal hier um den Menschensohn, der keine Wunder macht. Wichtig ist, und dann wiederholen wir, man muss das immer wieder lesen, auf jeden Fall, ich fange mal hier an, wie kannst du nun dich wirklich erlösen? Wie kannst du dich erlösen? Auf jeden Fall nicht mit egoistischer Rechthaberei. Ich bin im Recht und du hast Unrecht. Meine Meinung ist richtig und deine. Wie willst du überhaupt behaupten, was richtig ist, nur weil es dir logisch erscheint? Wie kannst du beurteilen, jetzt aktuell, ob die Amis die Guten sind oder die Russen die Guten sind? Du plapperst doch irgendeine angelesene Seite noch. Das ist bei Holofeeling alles vollkommen unwichtig. Bei Holofeeling geht es um das, was hundertprozentig sicher ist. Und das ist das, was jetzt deine Information ist. Wir beachten zuerst einmal nur, was ist jetzt für eine Information da? Und dann stellt sich das Schöne bei Holofeeling, es stellt sich überhaupt immer die Frage, ob das richtig oder verkehrt ist, weil das, was ist, ist das, was ist. Stimmt oder stimmt? Absolut. In dem Moment, wo ich mir bewusst mache, was jetzt da ist, und ich mache mir jetzt erst einmal bewusst, ist es eine sinnlich wahrgenommene Information oder ist es ein Gedanke? Den Gedanken kann ich nochmal aufsplitten. Ich kann beobachten, ob der Gedanke, der jetzt da ist, für einen kleinen Moment, immer nur in dem absoluten Jetzt, ob das ein Reizauslöser ist, den ich mir nicht raussuchen konnte, oder ob es schon eine Reaktion ist, weil ich auf einen jetzt gedachten, vorhergehenden Gedanken reagiere und damit das ausgetauscht habe. Aber dieses Vorher hat nichts zu tun mit einer chronologischen Abfolge, weil jegliche Art von Vorher kann ich immer nur jetzt denken. Mhm. Du musst begreifen, was das ewige Hier und Jetzt ist. Das heißt, das, was ich mir jetzt denke, was ich vor 5 Minuten gesprochen habe, denke ich jetzt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sage, Mensch, da habe ich nicht aufgepasst, denke ich jetzt an eine Unachtsamkeit, die nicht in der Vergangenheit war, sondern die jetzt ist, weil ich sie jetzt denke. Es ist ganz klares Deutsch. Also gut, mit egoistischer Rechthaberei kommst du hier nicht weiter. Du musst dir nämlich, und das ist das Schöne, dass auch dieses Gefühl, ob was richtig oder verkehrt ist, ich sage mal, das, was du bisher als deine Meinung betrachtet hast, ist eine zwanghafte, einseitige Bewährung eines Intellekts, den du zum Denken benutzt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das, was du als religiös richtig ansiehst an religiösen Strömungen oder sagst, das sind alle Spinner, die religiösen Hamper, weil du ein tiefgläubiger Atheist bist, du bist ein tiefgläubiger Materialist, auch wenn du ein religiöser Mensch bist. Allen voran die ganzen Kirchen, die glauben, sie brauchen Geld, dass sie überleben können. Schau dir doch das ganze Dia da an in Medien und Bassien über Kirchen, über egal was es geht immer nur um Macht und um Geld. Egal wo du reingehst. Du zappst hier neue Apps, neue Märkte, einen neuen Pitch machen, neu nochmal wieder was auf den Markt schmeißen, um Geld zu verdienen. Das Einzige, was sich der ganze Geist noch drum dreht, ist um Geld.
Pharmaindustrie, Spritzen, Ärzte, eine unendliche verlogene Gesellschaft, Sodom und Gomorra und keine Schuldzuweisung. Das Einzige, was jetzt da ist, sind einfach nur Worte, die du hörst. Wenn du dir jetzt aus den Worten Vorstellungen machst und du denkst dir jetzt irgendwelche Ärzte aus, Krankenhäuser aus, die Schulmedizin leidet am selben Problem wie die Naturwissenschaft. Schulmedizin ist Naturwissenschaft, aber materialistische Naturwissenschaft. Ja. Und ich werde dir jetzt beweisen, dass die letzten 100, 200 Jahre die Welt vollkommen entgeistigt wurde. Wenn wir Philosophen von 17, jetzt ausgedacht, 17, 18 Jahrhundert, diese Leben, die ich durchlebt habe, das Wissen, das ich in die Welt gesetzt habe, ist reines Holo-Feeling, das wird jetzt von der Naturwissenschaft nur noch belächelt, weil sie angeblich wissen, weil sie geistlos nachäffen. Sie haben die Welt entgeistigt und die Schulmedizin hat jegliche Form von Selbstheilungskräften eines Geistes in die Niederungen des Materialismus herabgezogen, dass du nur gesund werden kannst, wenn du dir irgendwie Medikamente reinhast oder sonst was. Also schauen wir mal schnell. Und ich werde es dir beweisen, im Vers so und so steht, oder aus dem Blablabla weiß ich, weiß man das. Ich kann dir im Blablabla-Buch zeigen, jeder zieht ein Buch, mittlerweile ist es ja Internetseite, das. Und dann haben diesen gescheiten Leuten immer noch ein gescheiteres Buch bei sich und zeigen auf Verse, die meist angestrichen sind, und auf Formeln oder Axiome. Nochmal, ein Axiom ist eine Grundannahme, die angeblich keines Beweises bedarf, weil das hundertprozentig sicher ist. Das ist ein Widerspruch in sich selber, das ist ein Oxymoron. Ja. Hundertprozentig sicher ist das, was du hier und jetzt überprüfen kannst. Du kannst jetzt überprüfen, dass du Geräusche hörst und du kannst jetzt einen Lautsprecher ausdenken, der die ganze Zeit nicht existiert und du hörst jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit eine sinnlich, du hast jetzt in dir eine sinnlich wahrgenommene Information vorliegen und weil es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, glaubst du, dass das von außen in Form von Schallwellen in dich hineingeht? Zeig mir die Schallwellen. Und wer spricht jetzt? Mit Sicherheit kein Mensch, sondern ein Lautsprecher. Aber der ist auch nur was Ausgedachtes. Der hat überhaupt nicht existiert. Ja, wenn der nicht da wäre, würde ich ja die Geräusche nicht hören. Ist alles unheimlich logisch, bloß es ist so eine riesen Sackgasse, wo du drin hängst, dass du in keinster Weise überprüfen kannst. Was du überprüfen kannst, ist, was jetzt da ist. Und du kannst beobachten, wie du das interpretierst. Genau. Anhand deiner Logik. Ja. Was du kannst beobachten, was die Logik, die du zum Denken benutzt, dieses Programm, dieser Schwamminhalt, dir erklärt, warum du das jetzt hörst, was du hörst. Das ist eigentlich vollkommen logisch, dass das Gespräch irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen wurde und dann hat es einer ins Internet reingestellt. Das sind alles Hirnwichsereien. Mhm. Okay, das baut auf Axiome auf. Das sind Grundannahmen, die keiner mehr in Frage stellt und das passiert mit Holofeeling. Holofeeling geht um das, was hundertprozentig sicher ist. Das ist das, was da ist und jedes Wort, das ich jetzt spreche, ist ein neues Wort. Aber jedes Wort ist jetzt da. Okay, das heißt, auf Formeln müssten auf den Form, auf die Form schon mal mit reingehen. Das beginnt mit F-O-R. Mhm. Und M, wenn wir das jetzt hebraisieren, wir machen das einmal ganz, ganz kurz, das habe ich zwar schon tausendmal gemacht. Dieses im Hebräischen zeigen, das ist unser Matrix-Code, das ist der Los und der Zufall. Das ist das, was in dir losgemacht wird, was dir zufällt, das ist deine Form. Und das heißt auch ein Zerbersten, ein Zerbrechen in dir. Das heißt definitiv, dass du jetzt Gedankenwellen aufbaust. Das sind einfach nur Gedankenwellen und da brauchen wir immer zuerst einmal ein Plus und ein Minus. Und das ist natürlich jetzt hier, wenn man das weiß, das ist natürlich auch das Wort fürchtest. Das F-U-R, F-U-R, P-U-R, B und F ist dasselbe Laut. So, also die sie in Wirklichkeit selbst nicht richtig verstehen. Schaut, dieser Vers sagt das auch. Ich habe also recht. In dem Buch steht es auch drin. Max Planck hat es auch gesagt. Das hat der Einstein schon gewusst. Der Einstein, der jetzt entstanden ist, weil du dir einen Einstein ausdenkst. Und die Grundlage, dass du dir einen Einstein ausdenken kannst, ist das Wissen, das du geistlos nachäffst. Kannst du beschwören, dass es in der Vergangenheit einen Einstein gegeben hat? Du wirst irgendwann mal an einen Punkt kommen, dass du beschwörst, und zwar mit einer hundertprozentigen Sicherheit, dass in der Vergangenheit nie was war, weil alles, was überhaupt in dir auftaucht, ist immer hier und jetzt. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit deine Information. Ein Gedanke.
Der andere blättert ebenfalls, zeigt dir dann einen anderen Vers. Nein, ich habe recht, denn hier steht. Und so geht es dann endlos weiter zwischen euch normalen Menschen. Denn jeder hat seine Theorie. Eine Theorie ist eine Sichtweise, eine geistlos nachgeäffte Sichtweise. Lass uns das einmal ein wenig größer machen. Das ist gleich auf Seite 15. Die er aus lauter eigener Unwissenheit über das, was wirklich ist, was jetzt hier und jetzt hundertprozentig sicher wirklich da ist, zu verteidigen versucht. Jeder Mensch, der glaubt, sein Recht jemand anderem beweisen zu müssen. Wie willst du mir beweisen, dass der dir Kugel ist? Wie willst du mir beweisen, dass du von deiner jetzt ausgedachten Mutter geboren wurdest? Nochmal, ich rede mit einem Geist. Geist wird nicht aus Affen herausgeboren, sondern die Affen aus einem Geist. Und zwar in dem Moment, wo der Geist sich Affen ausdenkt, die alles geistlos nachäffen. Die Diskussionsrunden. Sodom und Gomorra. Die Welt ist es nicht wert, dass sie überlebt. So wenig wie ein Säugling es wert ist, weil er noch unreif ist oder ein Schulkind. Ein Mensch als Ding an sich, ein Enosch, ein Medim, die hebräischen Wörter für tot, unheilbar, krank, böse. Das sind die hebräischen Wörter für Mensch. Adam ist was anderes. Du bist ein Adam, Geist von meinem Geist. Also du musst keinem irgendetwas beweisen. Und der jemand anderen was beweisen muss, besitzt mit Sicherheit nur eine löcherige Attrappe meines apodiktisch wirklichen Rechts. Recht ist richtig. Also wird so ein rechtsradikaler Nationalsozialist. Rechts, die richtige Wurzel, Radix, rechts, Radix, die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Und zwar unter geistigen Brüdern. Ja. Es ist ja nur noch böse, die ganzen Schlagwörter, die Menschen sind so unendlich krank in deiner Welt, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch im wahrsten Sinne des Wortes, Exkremente, muss ich dir noch einspielen, bis du das erkennst in ihrer einseitigen Rechthaberei. Menschen, die sich laufen, gezwungen sehen, sich beweisen, zu beweisen, müssen sich sehr unsicher in ihrem Dasein fühlen. Nur ein Egoist will sich beweisen. In erster Linie will er sich damit nur laufend selbst beweisen, dass er Recht hat. Immer nur, um Himmels Willen, ich habe Recht. Das können die anderen entdecken, dass ich keine Ahnung habe. Sich immer wieder selbst überzeugen, weil sein Gewissen, das bin ich, ihm unbewusst suggeriert, dass seine These auf sehr wackeligen Füßen steht. Viele normale Menschen haben das Bedürfnis, die vollständige Wahrheit der Realität nur im Stofflichen, im Materiellen zu sehen. Das sind übrigens auch die ganzen materialistischen Esoteriker, die hier sagen, ich bin ja nur Geist, mal das alte Thema wieder herausholen über Lichtnahrung. Ich bin ja nur Geist. Wir sind ja nur Geist. Wo ist dein neuer Problem? Wenn du weißt, was es heißt, Geist zu sein, dann bist du ein absolutes Nichts und ein absolutes Nichts hat nicht Angst, dass es vernichtet werden kann. Geist ist ein nicht denkbares, nicht existierendes Etwas. Rot gelesen. Das ist ein Adam. Und der kann nicht zerstört werden. Er ist ewig. Wenn du das wirklich verstanden hast, hast du keine Angst. Du hast auch keine Angst vor deiner Verwandlung. Der Säugling hat noch kein Problem, dass er Schulkind wird. Und dann kommst du in der Phase nach der Pubertät, ganz interessant, eine kleine Phase, wo man sich älter macht. Das sind Sachen, die habe ich jetzt wieder bewusst gedacht, vor 25 Jahren schon erklärt. Ja. Dann wirst du feststellen, dass es fast keine 17-Jährige gibt. Die sind 16 oder fast 18. Ja, weil man sich älter machen will. Und dann kippt es wieder um und dann macht man sich wieder jünger. In Bezug auf den Körper, mit dem man sich verwechselt. Sie glauben damit, den Ursprung von allem gefunden zu haben und wollen nun alle idealistischen, religiösen oder esoterischen Spinner davon überzeugen, dass sie nicht im Recht sind. Oder alle Rechtsradikalen, dass links richtig ist. Und du wirst irgendwann einmal feststellen, habt ihr denn nichts gelernt von eurer Vergangenheit? Dir sollte jetzt klar sein, dass in irgendeinem, wenn ein Nachrichtensprecher, wohlgemerkt ein Bixenmännchen und ein Lautsprecher, die können sich das nicht raussuchen, dass ich dir das träumen lasse, dass irgendeiner, was er dir vorliest, das überprüft. Dass wenn irgendwelche Leute der offiziellen Presse in irgendeiner Art und Weise behaupten, dass sie seriöse Berichterstattung machen und den Russen vorwerfen, dass die ja nur lügen, die haben es mit ihren eigenen Spiegelbildern zu tun. Nichts ist trügerischer, mehr durch Lüge durchsetzt. Du hast jetzt einen Zustand von 1943, 1940. Ja. Mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn du selber zum Denken anfängst. Ja. Es ist reiner, purer Faschismus. Ja.
Und das Ganze wird gesteuert. Alle spielen mit, in den Ärzten, in den Krankenhäusern spielen mit. Ich habe das so oft angespielt, da war nichts. Würde die Massenmedien in keinster Weise Corona erwähnen, ich wiederhole das jetzt nochmal, würde dieses Wort Corona in keine Nachricht nirgends aufgetaucht sein, hättest du jetzt zurückgeklettert, rein statistisch, jede Zeit, übrigens weltweit sagt es jede Statistik, hättest du ganz normale 2020, 2021 waren sterbetechnisch und grippetechnisch, erkältungstechnisch ganz stinknormale Jahre. Sterberate sogar unterdurchschnittlich. Wenn man jetzt alles bereinigt, Altersquerschnitt und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine Panikmache, die komplett ein System zertrümmert hat, was übrigens nichts verkehrt gelaufen ist. Es war nochmal die große Chance, dass du selber zum Denken anfängst. Und jetzt mit dem Krieg ist es nicht anders. Eine Verlogenheit, ich mache jetzt nur zum Beispiel bei den Oligarchen, es geht nicht. Nochmal, schau einfach, was jetzt da ist. Es sind Worte da. Ich erzähle dir eine Märchengeschichte, deine Zeitgeschichte, deine ganze Vergangenheit, die du aus dir ausdenkst, aufgrund von Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Das sind Märchengeschichten. Und du siehst des Kaisers neue Kleider. Du siehst Dinge, die du eigentlich gar nicht siehst, die du logisch aufbaust, weil man es dir erzählt hätte, die auch überhaupt kein Mensch entdecken kann. Es kann kein Mensch ein heliozentrisches Weltbild entdecken. Das sind logische Konstrukte. Und die kannst du nicht entdecken. Du kannst keine Wassermoleküle entdecken. Angeblich vor 200 Jahren stürzt die jetzt in deinen Physikbüchern drin. Du kannst kein Licht sehen. Du kannst keine Schallwellen sehen. Alles, was man dir erklärt, sind logische Konstrukte. Geschweige denn dann Mikrokosmos, Viren in irgendeiner Form oder eine menschliche DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Es ist alles Hirnwichserei. Es wird von dir verwirklicht, weil du das nie in Frage gestellt hast. Du stellst du alles in Frage, was dir unlogisch erscheint. Und das ist die Falle. Das ist mein kleines Beispiel. Du bist ein vollkommen primitiver Computer, der mit einem Basic-Betriebssystem arbeitet, zwangsläufig nur Basic-Programme abspielen kann, die ihn dann eventuell logisch oder unlogisch erscheinen oder richtig oder verkehrt erscheinen. Aber du kannst nur Basic-Programme abspielen. Und sobald der Windows-Dorn in dich einströmen, in einer viel höheren Qualität, ist es für dich zwangsläufig unlogischer Schwachsinn. Das ist die Arroganz von wissenden Menschen. Ich will das ganz kurz noch hier fertig machen. Nochmal, nur ein Egoist will sich beweisen. Wo war man? Viele normale Menschen haben das Bedürfnis, die vollständige Wahrheit der Realität nur im Stofflichen, im Materiellen zu sehen. Das gilt auch für alle religiöse Menschen. Wenn du nämlich meine Gebote halten würdest, würdest du dich nicht um morgen sorgen. Und du würdest dir kein Bild von dir selber machen, wenn du in Ordnung bist. Und dann wären all diese ganzen Probleme schon vom Tisch. Bin ich tausendfach darauf eingegangen, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel oder da drunten auf der Erde. Nur die ersten paar Verse in der Bibel und er teilt dir das Wasser in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Schau dir das kleine Bild an. Ja. Da wird dieses Prinzip beschrieben, weil ich diese Tora geschrieben habe. Und diese Tora ist, wenn du tiefer reingehst, ein Computerprogramm, wo sämtliche physikalischen Formeln deiner Physikbücher drinstehen. Ich betone das immer wieder, aber ich bin ja sowieso bloß ein religiöser Spinn. Sie glauben damit, den Ursprung von allem gefunden zu haben und wollen nun alle idealistischen, religiösen oder esoterischen Spinner davon überzeugen, Spinner sind immer die anderen, dass sie nicht im Recht sind. Ich will dich nicht davon überzeugen, ob du im Recht oder nicht im Recht bist. Ich will dich davon überzeugen, dass du was anderes bist, wie das, an was du gedacht hast, wenn du an dich selbst denkst. Du verwechselst dich nämlich mit einem Gedanken von dir. Du baust eine ganz bestimmte Informationen in dir auf, ich sage jetzt schnipp und jetzt denk ganz bewusst an deinen Körper. Denk an deine Beine, denk an deine Hände, ball die zu einer Faust, dann spürst du das. Das sind alles deine Informationen. Wo waren die Hände, wo waren die Beine jetzt die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Es gibt dich und deine ständig wechselnde Information. Und du selbst bist natürlich jetzt ein Gedanke, der Denker. Ein ausgedachter Denker ist ein Gedanke. Das ist das große Problem mit Subjekt und Objekt. Weil die etablierte Naturwissenschaft doch eindeutig etwas anderes beweist. Die beweisen gar nichts. Das sind geistlose Schwätzer. Genau genommen, was sind die Naturwissenschaftler jetzt? Es ist das Wort Naturwissenschaftler da. So, und jetzt baue auf dem Wort Naturwissenschaftler irgendeine Vorstellung auf. Was sind die jetzt? Es ist hundertprozentig sicher, dass deine kompletten Naturwissenschaftler jetzt ein Gedanke sind. Der so lange existiert, solange du an die Naturwissenschaftler denkst. Wisch ihn weg jetzt, denk an die Mediziner, denk an die ganzen Ärzte, die dieses dreckige Spiel mitgespielt haben, bis auf ganz, ganz wenige.
Das sind aber alle Schwuppler. Nein, das sind sie nicht. Sagst du mal, sind die einen wie die anderen jetzt gedankt? Das Geld ist eine Sau. Und ganz wenige, die aufstehen, wenn ich immer wieder sage, die hier sich eigene Gedanken machen, die werden niedergemäht von deinem faschistischen System. Das übrigens keine Schutzzuweisung ist. Ich habe das ganz bewusst in deinem Traum auftauchen lassen. Es ist dein Test, deine Prüfung. Du bist der Einzige, der geprüft wird in dem Traum. Ich kann nur den Geist wachmachen, der träumt. Und der Geist, der du zurzeit bist, der lebt eine komplett eigenständige Traumwelt. Es ist die ständige Welt, wechselt deine Informationen. Und nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, wird es verstehen. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Nur der Geist selbst kann verstehen, dass ein träumender Geist ist. Und wenn du das im tiefsten Innern verstanden hast, dann werde ich in dir komplett, der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Du musst nichts tun, nur verstehen. Und zu verstehen braucht man kein intellektuelles Wissen. Mach, jetzt hast du mal bewusst, wie wenig Wissen da in dir da ist. Das Überzeugen wollen ist zum Zwang geworden. Man versucht, den eigenen Zwang auch anderen aufzuzwingen. Ich will dich von nichts überzeugen. Ich biete dir was an, du kriegst das geschenkt. Ich sage immer wieder, du musst nur ins Eintreten, ins Ausreden und du musst auch an deiner momentanen Rolle überhaupt nichts verändern. Egal, was du zurzeit für eine Rolle spielst. Wenn du auf die Arbeit gehst, geh weiterhin auf die Arbeit. Du musst auch keinen der Mitmenschen als Brüssel und der Brüssel von irgendwas überzeugen. Macht eh nur Ärger. So wurde auch der Missionierkomplex mancher Religionen zum Zwang. Das Leid der Welt. Nichts hat mehr Leid über die Welt gebracht, wie die Glaubenssysteme. Egal welches Glaubenssystem du hast. Allen voran der Materialismus. Ich bringe euch Frieden, die Amerikaner. Für sich selbst und die anderen. Solch unbewusste Verhaltensweisen sind aber das genaue Gegenteil von wirklicher Freiheit und Erlösung. Du hast eine Freiheit. Du hättest die Freiheit, anders zu reagieren. Da müsstest du aber unlogisch werden. Und das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, unlogisch werden. Weil du musst wissen, eine höherwertige Logik ist von einer niedrigen Logik immer unlogisch. Das hast du schon in deinem jetzigen Leben. Weder Zwang noch Gewalt werden einer menschlichen Seele Freiheit bringen. So, und das machen wir jetzt hier gleich einmal weg. Ich wollte an und für sich diese Sätze an und für sich als Ding an sich, die werden hier immer an Stellen in diesen zigtausend Seiten zigfach. Können wir jetzt reinspringen, wo ich jedes Mal irgendwas über Axiome schreibe. Schau, das ist zum Beispiel hier nochmal ganz kurz. Da wollte ich eigentlich gar nicht so tief reingehen, weil das soll ja eigentlich verstanden sein. Das ist die Sache mit den Vögelchen Mathematikos. Das sind die Grundlagen von normalen Menschen, Enosch, hier nochmal sterbliche Säugetiere, das ist in Wirklichkeit ein Mathematiker. Tausendfach jeder normale Mensch ist ein Mathematiker. Ich müsste nur wissen, was das Wort Mathematik bedeutet. Das hat nichts mit Rechnen zu tun. Tausendfach erwähne ich das. Mathe heißt das gelernte Wissen. Und Mardikos ist ein Dummkopf, ein Tor, ein Blödmann, der alles geistlos nachhilft. Das heißt, jeder normale Mensch, den du laufen siehst, ist ein Mathematiker. Natürlich allen voran deine Elite. Ein Gefangener seines eigenen Glaubens, der übrigens gar nicht sein Glauben ist. Es ist deine Meinung, ist eine Anderung. Ist es deine Meinung, dass die Russen die Bösen sind? Oder dass die Schwuppler, die Corona-Leugner, dass die die Bösen sind? Oder dass die die Guten sind? Du hast einfach nur eine von vielen Meinungen, die du nachhast und die konntest du dir nicht raussuchen. Ist es deine Meinung, dass du Atheist bist oder Christ oder Moslem oder Zeuge Jehovas oder Katholik? Konntest du dir das raussuchen? Du findest es in dir vor. In dem Buch des Lebensbuch, das du zurzeit durchlebst, beziehungsweise das Videospiel, das du zurzeit spielst. Und das ist eigentlich nur blind nachgeplappert. Zu Wahrheiten erhobene Schulweisheiten, was eigentlich Unweisheiten sind. Das sind Finsternis, bauen die auf. Wobei die Finsternis natürlich auch Krishna sein kann. Das schwarze Loch, in dem sich alles befindet. Ich erkenne nun, ein Mathematiker ist nur in der Lage, innerhalb seiner eigenen, ihm zwangsläufig völlig logisch erscheinenden Dogmen logische Schlussfolgerungen zu tätigen. Und da kann man jetzt drauf eingehen. Ich habe jetzt, springt da in einen, diese klassischen Axiome, die werden hier genau beschrieben. Da könnte ich immer noch was dazu sagen. Aber was wir jetzt machen, und das ist das eigentlich, was ich wollte. Das mache ich mal weg. Und zwar schauen wir mal, wir springen hier ganz, ganz kurz rein in den Kirchhoff. Den denken wir uns jetzt natürlich aus. Der hat hier wunderschöne Videos. Einer
Die angenehmsten Philosophen, die jetzt, das ist natürlich immer wieder, wann hörst du das Video an, der macht sich hier Gedanken über Schelling, einer der größten Genies, wohlgemerkt, die meisten kriegen das nicht mit, über Schopenhauer, man kann sich hier reinlesen und er macht es auf eine ganz tolle, normal gesprochen, jetzt auf eine ganz tolle Art und Weise. Und da geht es einfach nur um den Goethe, den großen Denker Goethe. Und ich habe jetzt hier einige Stellen rausgesucht aus diesem Video. Er liest meistens vor und das erste, auch hier diesen Kirchhoff, den wir uns jetzt ausdenken, ist nur ein Wort, ist eine Vorstellung. Es ist hier und jetzt eine Information in dir. Das heißt, dieser jetzt gedachte Kirchhoff, wenn wir den uns jetzt als Trockennasenaffen, als Menschen denken, als menschlichen Körper denken, können wir uns jetzt anlesen, wir können auf Wikipedia, wer ist das eigentlich, was hat er für einen Werdegang, das ist immer das Erste, muss ich einmal nachschauen, was hat er studiert, wann wurde der geboren, immer jetzt. Es sind immer nur Worte, im Anfang war das Wort und du baust aufgrund der Worte eine Vorstellung einer Märchenfigur in dir auf. Selbst wenn du an dich denkst, das ist eine Märchenfigur aus einem Buch, auch du selbst, blau gelesen, wenn du an dich denkst, du selbst rot gelesen, bist der, der das sich in sich erschafft und verwirklicht. Weil du denkst, es ist kein Unterschied, ob du an den Kirchhoff denkst oder ob du an dich denkst. Und dann sagst du, ja, aber ich sitze ja da, ich bin ja real. Ich sage, wenn du an den aktuellen Körper denkst, wie sieht es aus, wenn du dich jetzt als 10-Jährigen oder 20-Jährigen denkst? Mhm. Dann hast du plötzlich einen Menschen, einen Körper, den du dir in die Vergangenheit denkst. Aber den denkst du jetzt, das ist ein Fakt, das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Und der ist, weil du ihn denkst, der 20-Jährige, wo du sagst, das war ich. Genauso kannst du sagen, da war ein Goethe oder ein Einstein. Mhm. Ich sagte, ich war dieser Goethe, genauso wie ich der 20-Jährige Udo war. Mhm. Weil mein Programm extrem erweitert ist. Mhm. Und er, ein großer Fan, also er macht es, das erste Mal nochmal, wenn du jetzt aufmerksam zuhörst und wir hören uns einige Stellen an, dann wirst du feststellen, egal ob der Schelling, ob der Goethe, ob der Schopenhauer macht, wenn er noch tiefer dann geht, weil die bauen ja wieder auf Spinoza oder Paracelsus auf, wenn man noch die wirkliche große die Hochzeit war eigentlich so das 14., 15. Jahrhundert, oder dann natürlich noch weit vor Christus zurückgehen, wenn wir tiefer reingehen. Ich rede nicht von chronologischer Zeit, sondern von ursprünglichem Wissen. Mhm. Und er baut es und es hat sich immer mehr verwässert. Und den Fehler, den auch er macht, da wurde alles kritisiert, die Materie, die Philosophie, ein neugieriges Kind. Dieser Kirchhoff ist ein Musterbeispiel als alter, weiser Philosoph, extrem belesen. Mhm. Aber er macht immer noch, er zitiert und zitiert und zitiert. Er gibt dann auch seine eigene Meinung mit dazu. Wir schauen uns das jetzt einmal genauer an, aber wir schauen mal, was er hier liest, was ihn fasziniert, sind diese reinen, wirklich geistigen Aussagen. Und da gibt es keine Zufälle, Nomen ist Omen, du bist in einer Matrix, in einem Computerprogramm. Und ich sage immer wieder, auch wenn wir in Physikbücher, in Quantenmechanik reingehen, das ist ein vollkommen neue Gesetzmäßigkeit. Holofeeling ist wirklich ein vollkommen neues System. Und wir schauen jetzt ganz einfach mal in Stadtpunkten rein. Ich habe da immer, das erspare ich mir jetzt aber, dass selbst diese in Sekunden die Stadtpunkte extrem tief sind, wenn ich das jetzt erklären würde. Hör mal ganz kurz einmal rein. Das Schlimmste, was der Physik sowie mancher anderen Wissenschaft widerfahren kann, ist, dass man das Abgeleitete für das Ursprüngliche hält. Ganz interessant, dass man das Abgeleitete, eine Ableitung, einen logischen für das Ursprüngliche hält. Ich sage jetzt nur mal, ich spreche mein Klingelingeling-Beispiel. Es taucht in dir, du träumst ein ziemlich wahrgenommenes Geräusch auf, das nenne ich Klingelingeling, und du wirst dann sofort denken, wer ruft mich jetzt an? Oder du denkst das an dein Handy oder an die Haustürglocke und dann hörst du wieder ein anderes Geräusch, dann meinst du, da außen sind Vögel oder Rasenmäher, ich erwähne das immer wieder. Und du meinst jetzt aufgrund dieses Geräusches, und nochmal, das, was du jetzt hörst, diese Worte sind zuerst einmal Geräusche. Du hörst jetzt Geräusche, sinnlich wahrgenommene Geräusche, wo du felsenfest davon überzeugt warst, das ist was abgeleitet, dass das von außen kommt. Materialismus dreht die Kausalität auf den Kopf. Das ist das, was ich mit dem Klingelingeling-Beispiel erkläre, dass ein Reizauslöser, ein Geräusch dich an etwas denken lässt und du redest dir mit dieser Logik ein, dass das, was du jetzt denkst, die Ursache für das Geräusch ist, obwohl doch das Geräusch die Ursache ist, dass du dir das in die Vergangenheit denkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist genau das übrigens, der Goethe-Zitate. Das heißt also, das erste große Problem der Physik ist, dass das Abgeleitete als Ursache gesetzt wird. Ich wurde von meiner Mutter geboren.
Nein, da ist ein Geist, der sich jetzt diesen Vorgang in die Vergangenheit denkt und sich dann mit dem Säugling verwechselt. Das sind aber alles Gedanken, die du jetzt denkst. Die an dir selber übrigens werden sich diese Gedanken ständig austauschen, an den, der das erlebt, überhaupt nichts verändern. Du bist immer noch exakt derselbe Geist wie der Mensch, wenn du dich jetzt 20, 30 Jahre zurückdenkst, wenn du schon so alt sein solltest. Und da kommt natürlich was ganz Eigenartiges, das spreche ich jetzt nochmal an, diese berühmten 7x7 Wachstumsstufen in der Bibel. Wenn du geistreich wieder in den klassischen Zustand kommst, wirst du eine so eine Periode nach 7x7 Stufen, was du das durchlaufen hast. Mittlerweile bist du in einem 3x3x3 Rhythmus. Aber das wird jetzt zu weit führen, das zu erklären, weil das im Hintergrund wirklich ein Matrix-Programm läuft. Aber ich muss das immer wieder wiederholen, weil du vergisst es, dass ich jetzt nochmal, ich mache meine kleine Esther, in der ich mich versteckt habe. Ich sage jetzt, wir denken unser 14-Jähriger. Und dann sage ich, Esther, pass auf. Wie kann ein 6-Jähriger, der in die Schule kommt, wissen? Dann sagt die Kleine ja gar nichts, weil mit 6 Jahren, die kann dann nicht einmal lesen und schreiben. Dann sage ich, schau, du bist jetzt 7, 8 Jahre älter. Du erkennst nach 8 Jahren, dass der, der du vor 8 Jahren warst, eigentlich ein total dummes Ding ist. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt muss man irgendwann einmal die Demut haben, wenn ich wieder 8 Jahre drauf mache. Und wir springen jetzt meinetwegen mal so Anfang 20, Mitte 20. Was weiß, wenn ich einen 25-Jährigen frage, eigentlich ein 14-Jähriger, der gerade so in der Pubertät drinsteckt vom Leben? Da sagt der 25-Jährige, der kommt sich unheimlich gescheit vor, ja überhaupt nichts. Mhm. Stimmt oder stimmt? Du kannst immer von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Und das Prinzip zieht sich, jetzt schau einfach, wie alt du jetzt bist, wenn du meinst, du hättest irgendwas verstanden. Jetzt bin ich aber innerhalb einer ganz normalen Lebensspanne, in einer symbolischen Form von menschlichem Leben. Ein einziges Menschenleben ist ein Nichts, ein Schiss, ein Mückenschiss in deinem Kopf, glaube es mir, wenn du so viel Leben gelebt hast wie ich. Und ich meine jetzt nicht diesen Gedanken, Udo. Mhm. Hören wir weiter zu. Mhm. Und da man das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht, das geht um die Kausalität, Ursache und Wirkung. Der größte Fehler, den Philosoph und Denker überhaupt begehen kann, ist, wenn er Ursache und Wirkung verwechselt. Das ist das große Problem. Du bist der Denker für alles, was du denkst. Ja. Und du denkst, der Gehirn, hast du meint, das Gehirn, das ich mir jetzt ausdenke, ist die Ursache, dass ich denke. Das übrigens überhaupt nicht existiert. Du kannst es nicht einmal überprüfen. Das ist, was hundertprozentig sicher ist. Wenn du was überprüfen willst, muss das, was du überprüfen willst, zumindest in irgendeiner Art und Weise existieren. Das heißt, es muss eine Information von dir sein. Genau. Weil was nicht existiert, kannst du auch nicht überprüfen. Und da wirst du jetzt wieder merken, wenn wir in die Philosophie geschehen, wir denken uns jetzt einmal, habe ich aus das Buch heraus, würde ich als normaler Mensch sagen, ein Bischof Bergele, der sagt, macht ein Baum eigentlich ein Geräusch, wenn er umfällt und keiner da ist, der da zuschaut oder zuhört. Ich gehe einen Schritt weiter, existiert überhaupt dieser Baum und der Bergele, wenn du ihn dir nicht ausdenkst? Nein. Die Antwort, diese Fragen beantworten sich mit Holophilie komplett von selbst. Ja. Kategorie 1 Frage kann man streichen. Jegliche Art von Fragen, die du stellst, die sich auf irgendwelche Objekte oder raumzeitliche Phänomene beziehen, wann wurde Cäsar geboren, wann wurde Jesus gekreuzigt, das sind alles Märchenfiguren, Märchengeschichten, das sind Hirnwichsereien, die kannst du komplett streichen, die bringen dich in deiner geistigen Entwicklung keinen Schritt weiter. Die stillen vielleicht für ein gewissen Maß die Neugier, wenn du für deine Logik befriedigende Antwort kriegst, aber das erkläre nicht, was du selbst bist. Das nächste Kategorie 2 Fragen. Ist immer die Frage, ist es richtig oder verkehrt, ist es gut oder böse, kannst du komplett streichen, weil das eine Heiligung eines Komplexes ist. Ist er Wellerberg oder da? Ist eine geistlose Frage, die sich von selbst beantworten, wenn ich weiß, das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt kein Berg ohne ein Dorf. Und wenn ich es komplexer mache, ich wiederhole das nochmal, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder Bad? Die Frage erübrigt sich, wenn ich weiß, was eine Wohnung ist. Wenn ich jetzt noch weiß, dass ich Kollektionen nie in irgendeiner Form als Information, weder als gedachtes Bild, noch als sinnlich wahrgenommene Information optisch darstellen kann. Du kannst deine Küche nicht sehen, du kannst deine Wohnung kannst du gleich zweimal nicht sehen, wenn du die Küche schon nicht sehen kannst, geschweige denn der Stadt oder dich selbst. Aber was denkst du, wenn du an dich denkst, dann taucht da Information in dir auf. Das kannst du überprüfen.
Aber dann zu sagen, der Gedanke, diese Information bin ich, und sobald du an was anderes denkst, ist es wieder weg, und sagen, alles andere bin ich nicht. Das ist ein geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist Naturwissenschaft und das ist Religion. Ja. Da können wir noch drüber sprechen. Das hat Goethe sehr beschäftigt. Ursache, Wirkung. Das hat mich sehr beschäftigt zu dieser Zeit. Und das ist ganz wie ich dich. Du wirst irgendwann begreifen, dass du ich bist. Das ist das, was ich dir erkläre. Verstehen wirst du es erst im nächsten Leben. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung. Ein Wortkram. Das ist ein Lieblingswort von Goethe, der Wortkram. Das elendige Gerede. Das Geschwurbel, das Geschwätz. Und du klingst dich in irgendeiner dieser Schwätzersachen ein. Das ist tiefe Weisheit. Dieser Kirchhoff, den wir uns jetzt ausdenken, rein als ein Antagonist in deinem Traum, jetzt nur ein Pixelmännchen, nur ein Gedanke, ist ein ewig suchender, das ist, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Er macht aber bis zum Schluss, bis dato immer noch, er stellt alles in Frage, aber er ist, ohne das permanent anzusprechen, dass in der Vergangenheit nichts war. Er zitiert nur, er zitiert, zitiert, zitiert Wissen, und er muss irgendwann der Geist sein, der das versteht. Aber der ist er doch schon, wenn er du ist. Er muss du sie werden. Er muss der werden, der sich das ausdenkt. Du denkst dir das doch jetzt aus. Wo ist der Unterschied, ob du an dich denkst oder an den Kirchhoff? Doch nur wieder eine Logik, die sagt, das eine bin ich, der Gedanke bin ich, und der Kirchhoff-Gedanke bin ich nicht. Und der Goethe bin ich sowieso nicht. Ich sage, du bist keiner dieser Dinge, die du dir ausdenkst. Du bist alle und keiner. Der, der immer ist, Elayom Ubi 86, ist all seine Gedankenwelt, aber nicht irgendeine bestimmte davon. Genau. Das ist der Widerspruch. Dass diese Kleinigkeiten zu verstehen, führt dich in eine vollkommen neue Art zu denken und damit in eine vollkommen neue Welt, die du dir ausdenken wirst, mit dem neuen Wissen. Wortkram. Überall sieht der Wortkram. Kann man ja heute auch wunderbar verwenden, nicht? Was die Menschen hauen sich gegenseitig ihre Meinung, ihre Thesen, ihre Hypothesen. Das sind nur Sichtweisen. Ich nenne das Perspektiven. Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Sind jetzt der Putin der Gute oder sind die Amerikaner die Norder der Gute? Die Frage stellt sich bei Holofeeling nicht. Wir wollen von Fakten reden, haben wir am Anfang gesagt, von hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen. Es geht darum, was ist jetzt da? Es sind Worte da und die Worte bauen in dir Vorstellungen auf und du kannst beobachten, welche Vorstellungen in dir aufgebaut werden. Du kannst dann übrigens auch beobachten, was deine Logik sagt, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das kannst du beobachten, weil in dem Moment ist diese einseitige Darstellung deiner Logik mit der Seite, mit der du sympathisierst, ich betone das, mitleidest an derselben Geistlosigkeit, weil du eine Seite als richtig und die andere als verkehrt ansiehst. Die Kehrseite, die das ist, der Henkel rechts oder links? Hat jetzt das Ding einen Henkel oder hat es keinen Henkel? Dieses simple Beispiel ist mehr wert wie alles, was du bisher als wert angesehen hast. Annahmen, ihre ideologischen Konzepte um die Ohren, man hört ja kaum hin, was der andere sagt, aber Wortkram ist immer im Bild, ist immer dabei. Und eine fortdauernde Bemühung, Ausflüchte zu machen und zu finden, wo das Wahre nur irgend hervortritt und mächtig werden will. Also das Wahre ist da, aber es wird sozusagen durch dieses Geschwätz, kann man auch sagen, das endlose Theorie. Mein Lieblingswort ist Geschwätz. Der Goethe hat den Leibniz überragt, obwohl er mit Mathematik nichts am Hut gehabt hat. Den Newton sowieso. Er widerlegt Newton und das ist alles lächerlich. Er wird lächerlich gemacht. Mit Mathematik, da kommen wir gleich noch dazu, hat er nichts am Hut. Wir springen mal in das nächste rein. Zustande. Wir sind ja alle. Der Startpunkt ist übrigens genau 2000. Man muss mal einfach mal auch ganz auf down to earth. Wir sind ja alle von Irrtümern nicht frei. Jeder von uns hat Vorstellungen, Annahmen, von denen der felsenfest überzeugt ist, dass die richtig sind. Ja, oder na, könnte stimmen vielleicht, aber letztlich, ich beharre mal darauf. Wie kommen wir zu diesen Dingen? Warum gibt es auch viele Irrtümer, die eisern behauptet werden? Und da hat eben Goethe, das haben wir ja schon angedeutet, eine Warntafel aufgestellt. Nämlich dergestalt: Geht nicht mit abstrakten Dingen so um, als wären es Gegenstände, als wären es Tatsächlichkeiten. Geht nicht mit abstrakten, ausgedachten Gegenständen, eine Erdkugel zum Beispiel, Atome, Wassermoleküle, elektromagnetische Strahlung,
Lichtwellen, Schallwellen, das sind abstrakte Sachen, die hat noch nie irgendeiner gesehen. Geh nicht so um, und da muss ich jetzt sagen, wenn er sagt, als ob es Tatsächlichkeiten, es sind Tatsächlichkeiten. Es sind Fakten insoweit, wenn du verstanden hast, was Fakten sind. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das Faktum besteht, dass du dir jetzt was denkst. Und dieser Vorgang des Denkens, das Faktum besteht darin, baut in dir eine Information, eine Form auf, die du dir jetzt in der Regel dann aus deinem Inneren noch herausdrängst, vorstellst, den Himmel hochdenkst, dein heliozentrisches Weltbild, in das Wasser reindenkst, Wassermoleküle. Das sind es Vorstellungen, aber die sind, weil du sie denkst. Also sind es dann doch wieder irgendwie Fakten. Aber das Faktum, wie gesagt, ist, dass du dir bewusst machen musst, was jetzt eigentlich da ist. Ist es ein Gedanke oder ist es eine sinnlich wahrgenommene Information? Und dann wirst du feststellen, eine sinnlich wahrgenommene Information, das heißt, das Realisieren ist ja für einen Materialisten gleich das Materialisieren. Es ist kein Unterschied, die vier Stufen der Vergessenheit, ob du eine sinnlich wahrgenommene Information hast, ist es genauso Information, wie wenn du was denkst. Der Computer, den du jetzt auf der VR-Brille hast, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, ist deine Information. Es ist hier vor den Augen ist Schluss. Es gibt kein Außen. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Sondern geht nie von dem Phänomen ab, was letztlich dem Allen zugrunde geht, zugrunde liegt. Und da hat er wunderbare Sachen gesagt, auch über den Irrtum. Zum Beispiel über die Hypothese. Das muss man einfach dazu sagen. Man kennt es ja aus der Gegenwart, da wird ja auch bei den Virologen gesagt, das ist eine Hypothese und so weiter, die viele Zuschauer zu hören. Virologen, es sind logische Konstrukte, und was natürlich jetzt noch dazu kommt, was hier nicht erwähnt wird, dass du glauben kannst du verwirklichen. Das heißt, du kannst alles, was du als hundertprozentig sicher anziehst, dass du glaubst, es ist unabhängig von dir da außen, kannst du zwangsläufig auch auf deiner VR-Brille als sinnlich wahrgenommene Information in dir aufbauen. Das passiert aber wie jeder andere Gedanke trotzdem in dir. Das ist, wenn ich jetzt sage, du kannst jetzt zum Beispiel an den Eiffelturm denken und den kannst du mit einem ständigen Wechsel von Bildern wie in einem Videospiel mit einer VR-Brille auch realisieren, dass er als sinnlich wahrgenommene Information vor dir in Erscheinung tritt, obwohl es deine Information ist. Und wenn ich jetzt sage, denk an den Turm zu Babel, dann sagst du, den gibt es ja nicht. Das ist ja Fantasie oder den hat es in der Vergangenheit gegeben. Dann wirst du den auch nicht realisieren können. Du kannst definitiv, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass das ist ein Kreuzfahrtschiff, jetzt dir materialisieren, aber nicht die Arche Noah. Weil das ist ja wieder bloß eine Fantasiefigur. Aber ob du das kannst oder nicht, du könntest übers Wasser laufen, du könntest fliegen, du müsstest das bloß glauben, dass es geht. Mhm. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und zurzeit glaubst du, dass du Geld zum Überleben brauchst. Und du glaubst, dass da böse, mächtige Menschen sind, ob das Politiker sind oder ob das jetzt die Geldmacht ist, die die kompletten Medien steuern, an die man jetzt denkt. Cut. Nochmal. Zweites Gebot halten. Da außen gibt es weder Politiker noch eine Pharmaindustrie. Wenn was existiert, existiert es hier und jetzt als Information, weil du es denkst. Und dann kannst du das zusätzlich noch realisieren auf die VR-Brille holen, aber das ist dann genauso deine Information. Mhm. Ja. Dein Glaube im Anfang ist das Programm. Wir wissen gar nicht genau, was das ist. Eine Annahme, die man verifizieren kann. Ich habe ja öfter gesagt, auch... Lass mal das mal, springen wir noch mal ins Weite. Ich habe ein paar noch. Auch noch mal zur Kausalität, Ursache-Wirkung. Ein ganz großer Fehler, den ich immer wieder beobachtet habe in der Naturwissenschaft, der natürlich auch mir selbst öfter, und da ist ja klar, es ist ganz schwierig, ist die Verwechslung von Ursache und Wirkung. Und dass man etwas als Ursache nimmt, was doch nur ein Begleitphänomen ist. Also wenn irgendetwas immer gleichzeitig auftritt mit einer bestimmten Wirkung, muss es noch nicht die Ursache sein. Würde man sagen, Korrelation und Kausalität. Richtig, das ist der berühmte Begriff. Was natürlich hier überhaupt noch nicht durchschaut ist, dass es kein Vorher und kein Nachher gibt. Ist es was, war zuerst da das Ei oder die Henne ist, der Trugschluss besteht darin, dass du als allererstes die drei Achsendrehungen machen musst, dass du aus dem chronologischen Denken rauskommst. Das wird in Holofilling schön erklärt, dass du in die Transversale kommst, dass du begreifst, dass das alles nur Z-Achsen sind. Das sind Spiegeltunnel. Es ist hier und jetzt. Es spitzt sich in den Zentrum ab und es ist immer, immer hier und jetzt. Du denkst mit Lichtgeschwindigkeit, und wenn man den Einstein wirklich verstanden hat,
was er selber nicht verstanden hat, ich nicht verstanden habe, solange ich in dem Einstein-Leben gesteckt bin. Und die Lösung ist so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeigen. Ich erkläre einem 13-Jährigen die Relativitätstheorie, wo kein Physiker was davon weiß, ich zeige ihm bloß, was da wirklich dasteht. Ich verändere an den eigentlichen Formeln überhaupt nichts. Ich lege sie bloß ganzheitlich aus und mache nicht den Fehler, dass ich in der Wurzel eine Hälfte weglasse. Und dann wirst du feststellen, dass alles, was du denkst, denkst du jetzt. Und es ist hier. Egal, wo du dir das räumlich und zeitlich hindenkst. Eine Korrelation. Also zum Beispiel, die Physiker sagen, okay, so und so viel, 400 bis 700 Nanometer, das Spektrum. Da ist jetzt schon wieder, Physiker zeigen mir Nanometer, schon die Aussagen. Das sind Millionstel Millimeter. Es ist wie im Nanometerbereich die Viren und die DNA. Es ist so geistlos nachgeschwätzt. Ich wiederhole es nicht nochmal, wenn ich den Nobelpreisträger sage, was die von sich sabbern. Ich habe das natürlich aus das Buch heraus und wenn ich ein normaler Mensch bin und das studiere, äffe ich das nach. Lies einfach Offenbarungen. Da sind tausende von Beispielen drin, die nicht diskutierbar sind. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist und nicht von Vorstellungen, die Worte in mir auslösen, weil ich so programmiert bin. Und doch, es wird dann auch verwirklicht, auch die Krankheit wird verwirklicht. Du lebst in dem Wahn, in den Schutzzuweisungen. Die Boshaftigkeit, der Mainstream, die große Masse, die du hast, ob das Ärzte sind, sie sind nichts anderes wie billige Nazi-Mitläufer. Und danach war es immer keiner. Mhm. Ich kann dir nur sagen, jetzt von vielen Krankenschwestern, wenn du sagst, die Krankenhäuser waren leer, da ist zwar auch immer Stoßzeiten, die Ursache, das wird ja mittlerweile angesprochen, ist, weil zu wenig Pfleger da sind, weil eingespart wird, wo es bloß geht. Ja. Schon die Perversion zu glauben, dass man hier Menschen helfen, so ein Geldverdienengeschäft macht. Allen Kirchen voran, wenn sie sammeln, weil sie meinen, du kannst die Welt bloß mit Geld besser machen. Es dreht sich doch alles nur noch um Umsatz und um Gewinn und um Luxusverlust jetzt, dass wir jetzt schlechter wieder, unsere guten Zeiten sind vorbei. Panik, Panik, Panik. Warum ist das? Sodom und Gomorra, es wiederholt sich die Zeitgeschichte. Es ist da, dass du vielleicht wach wirst. Das ist sozusagen, damit ist das nicht erklärt. Das ist ja nur die sozusagen energetische Seite. Was war zuerst da, das Hai oder die Henne? Meine kybernetische Schleife mit dem Heizkörper. Ganz simple kleine Beispiele, die übrigens in tausend anderen Büchern erwähnt waren, bloß nicht so präzise und ganzheitlich gesehen. Es gibt kein Vorher und Nachher. Alles, was ist jetzt. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und was du überprüfen kannst, fühlst du immer auf mit logischen Konstrukten. Aber die logischen Konstrukten sind die Falle, die spannen dich in dieses Gefängnis ein. Machen wir nochmal ein. Na, den wir ja kennen aus dem ersten Teil. Das ist übrigens oben jetzt 50, 26, achte mal genau, 50, das heißt wie Jahre. Da entsteht jetzt hier, das ist der Formulus Faust 2. Der so eine Art Assistent von Faust. Es wird ein Mensch gemacht. Mephistopheles, ich lese nur mal vor, weil es wirklich heiter ist. Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Ganz interessant, welch verliebtes Paar habt ihr, das sagt der Faust jetzt. Das ist übrigens die ganze Lyrik, wo du hast. Dieser Faust ist tausendmal mehr Physik, wie was du geistreich gesehen in Quantenmechanikbüchern findest. Da wurde ich natürlich auch ihren Sinn haben. Oder Shakespeare, wenn du liest. Lass uns Shakespeare lesen. Es ist ein reines Holo-Feeling in jeder einzig eine Weisheit. Die Menschheit weiß nicht mehr, was Weisheit ist. Für die ist bloß Wissen interessant. Genau. Das heißt, welchen Mensch ins Rauch, welches Bärchen habt ihr in ein Rauchloch eingesperrt? Und jetzt schon, wenn ich jetzt das Wort Rauch, nur das Wort Rauch alleine, wir müssen jetzt hier, jetzt kommen wir wieder in das große Problem des 400-Seiten-Buchs. Die Reinkonsonante Rauchloch, das wir jetzt erst einmal konsonant gelesen haben, wir hier in einem gewissen Maß schon unseren Ruch. Mhm. Das ist zum einen erst einmal der Geist und der Wind, die Standardübersetzung. Der Wind, das himmlische Kind. Ja. Das ist Ruch, ist das Rauchloch. Was natürlich interessant ist, dass wir uns jetzt nochmal anschauen, was für hebräische Wörter heißen eigentlich Rauch. Immer daran denken, wir können was hebraisieren. Und wenn ich jetzt das Spiel mache, das gilt dann für Englische, für Italienische, für alle Wörter der Welt. Wenn wir dann in Sanskrit und so gehen, brauchen wir ein anderes Zeichensystem, weil die mit einem komplett anderen, mit einer anderen Matrix-System arbeiten. Das ist allem fast. Wir schauen einfach mal, was für hebräische Wörter unter anderem auch Rauch hausen. Unter anderem heißt jetzt, das sind die dunklen, findest du in klassischen Wörterbüchern. Das ist jetzt dünner, weil Rauch ist in einem gewissen Maße auch irgendwie ein Dunst, der Dampf.
Da haben wir schon von den ersten zwei Buchstaben von unserem Ader. 1,4. Das heißt, ihr tut uns die 1,4er Struktur. Dann haben wir hier den Zorn, das überspringe ich jetzt einmal, das können wir aber alles erklären. Und jetzt kommt das eigentliche hebräische Wort für Rauch. Das ist zum einen dieses Ayin Shinun. Du wirst dich wundern, was jetzt da passiert, wenn wir uns das genauer anschauen. Das ist einmal Rauchen, Dampfen. Du siehst schon, Dampf, Rauch wird da gleich behandelt, war in Rauch gehüllt. Die Rauch oder die Staubwolke, ganz interessant, unser AEB. Raumzeitliche Spiegelungen sind die Schöpfung aufgespannter Polaritäten und es ist eine Wolke, doppelt aufgespannt, ist all hochgehoben, ist unsere Gedankenwelt. Der Rauch, ich mache jetzt das so rauchend, rauchen, räuchern. Da gibt es also hier, interessant, das will ich ganz kurz nochmal, schauen wir uns die zwei an. Das ist die Grundradix Isayin Shin. Schau, das ist jetzt rot gelesen, ist die Quelle ist der Logos. Das ist die absolute Weisheit. Blau gelesen ist ein augenblicklich logisch erscheinendes, wahrgenommenes Ding. Hast auch übrigens Eider. Das lateinische Wort für Eider ist Bus. Das führe ich dann schon zum Korpus. Das Kor ist natürlich, da landet man dann schon irgendwie wieder beim Corona. Das ist erst einmal Modde, Steinbild, großer Bär. Da haben wir schon Giros. Ross ist Sus, unser Jesus, der Geist ist Sus, der Ea-Quadrat ist. Ich und du, J-C-H-I-C-H. Und das Bär, das, was wir jetzt haben, das wäre ja dann die Quelle etwas auslegen, B-A-R, etwas auslegen und erklären. Es ist auch das Wort Ausreißen von Unkraut und Jäden. Macht für normalen Menschen im ersten Moment überhaupt keinen großen Sinn. Was mir jetzt wichtig ist, dass hier das sehr, sehr viel, das sind die ersten, diese zwei. Nochmal, das ist das hebräische Wort für Rauch. Da hängt ein Nun hinten dran. Das ist ein besitzanzeigendes Fürwort. Das heißt also praktisch eine augenblickliche Logik einer Existenz, wenn man das im Ganzen liest. Jetzt pass auf, interessant ist es da unten, die kleine Erklärung. Das ist einmal die Motte, eine Kleidermotte. Da müssen wir jetzt, ist ein Stofffresser genau genommen. Interessant, dass dieses Wort als großer Bär übersetzt, kommt zweimal vor, nämlich in Hiob 9,9. Da muss immer gleich bei dir kommen, Spiegel hüben, Spiegel drüben. Mhm. Und in Hiob 38, 32. Da kommt dieser große Bär vor. Jetzt müssen wir nochmal da reinspringen und uns das genauer anschauen. Weil du wirst feststellen, die Puzzlestücke setzen sich lückenlos zusammen. Das erspare ich mir jetzt. Sondern wir gehen noch eins weiter und es gibt dann hier, und jetzt wird es interessant, das ist, das könnte ich jetzt ETR, das könnte ich zum Beispiel Ether lesen. Mhm. Oder Äder lesen. Das heißt, anflehen, ausschütten, beten, erbitten, eine Petition einreichen bei der höchsten Instanz. Und da müsste man sich jetzt fragen, hier in den Rückübersetzungen haben wir auch den Rauch stehen. Mhm. Und jetzt passiert was, dass das hier, übrigens für den Redo da unten, dass hier dieser Rauch, ich den hier raushebe, obwohl der in den Hauptwörterbüchern gar nicht erwähnt wird. Aber sehr wohl in der Bibel. Das ist, das einmal bedeutet Rauch, Ruch, das ist die Fülle und der Überfluss. Jetzt haben wir wieder unsere Gedankenwellen. Schwingen, zwei Bündchen drüber, BR-Fluss. Schau die Facetten an in Gott. Schau deine Facetten an in Gott. Mit der Nunform des Erhören im Gebet, des Erfüllen und des Beten. Und jetzt kommt hier, lies dieses, wir wissen ja, Et ist die augenblickliche Erscheinung, mhm, die Zeit und TR ist die Reihe, mhm, eine erscheinende Berechnung. Jede augenblickliche Erscheinung ist eine erscheinende Berechnung in unserer Reihe, in unserer Dora. Mhm. Ich setze jetzt einfach ein wenig Grundwissen voraus. Darum habe ich da auch meinen Redo mit drin. Ich habe es einmal mit den Spiegelungen, heißt es Redo. Bedeutet bitte flehen und erbitten. Und laut Langenscheid eine Petition einreichen bei der höchsten Instanz. Das ist mein kleiner Redo, der irgendwann einmal bei mir aufgetaucht ist. Und den habe ich so zugeschissen mit Wissen, wo ich immer wieder sage, der ist dafür verantwortlich, dass du das jetzt lesen kannst. Der hat das nämlich alles reingestellt. Die letzten Jahre. Redo glaubt nicht an Gott, er arbeitet für mich. Letzten Endes für sich selbst. Weil alles, was du einen anderen tust, tust du dir.
Das tun wir uns, aber wir sind bloß zwei. Und jetzt ist es hier, er wird zu Gott flehen, liest gespiegelt Redo, und Gott wird ihn wohlgefällig annehmen und er wird sein Angesicht schauen mit Jauchzen und Gott wird den Menschen seine Gerechtigkeit, die Guten wie die Böse, vergelten. Und das ist auch hier 33, 26 bis 30, wenn man reinschaut. Wir haben diesen Rauch, ich habe jetzt einmal den Ezechiel 8,11 hergestellt, dass wenn du magst und ich ging hinein und sah und siehe, da waren allerlei Gebilde von scheußlichen Gewürm, Vieh und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsumher und an die Wand gezeichnet. Das sind all das ganze Gesocks, was du Menschen und verunbegabte Menschen nennst, die dir ihre vollkommene Geistlosigkeit als Antagonisten in deinem Traum demonstrieren zurzeit. Alle, ohne Ausnahme, bring mir einen, der meine Gebote hält, der keine Feindbilder predigt, in ihrem Gutmenschentum. Und sie nennen sich Christen, beten zu Gott. Wohlgemerkt, du musst dich jetzt entscheiden, ob du ein Geist bist oder ob du bloß ein Gedanke von dir bist. Gleichgültig, ob du jetzt ein Politiker oder ein Arzt bist. Es gibt in Eltern Selbstgesprächen von Brüssel und der Brüssel gesprochen, wo ich gesagt, bevor du nicht dich vor einen Spiegel hinstellst, du, der vorm Spiegel und dein Spiegelbild angeblich hinterm Spiegel anschaust und am liebsten dich anspucken würdest, dieses Spiegelbild. Was bist du für eine verlogene, erbärmliche Kreatur? Wie hast du dich ein ganzes Leben lang mit Meineiden gequält und gelogen und dich besser dargestellt? Wie kannst du glauben, dass du irgendwas weißt, dieses Nichts von Wissen, das du geistlos nachäffst, weil du nie die Möglichkeit genutzt hast, dich wirklich geistreich zu fühlen, die innere Neugier? Was bin ich eigentlich? Was ist der Sinn des Lebens? Was bin ich und was sind meine Gedanken? Existieren Gedanken, wenn ich sie nicht denke? Wieso glaube ich eigentlich, dass ich mit dem, was ich denke, nichts zu tun habe? Also gut, lass uns jetzt das heliozentrische Weltbild denken. Das sind jetzt nur Worte. Die Worte werden jetzt in Maßsetzung deines Intellekts, deines Programms. Ist es dir möglich, eine Vorstellung aufzubauen? Meinst du, die gibt es auch dann, wenn du sie nicht denkst? Meinst du, du könntest das denken, wenn das auf deinen Schwamminhalt nicht drauf wäre? Nee. Meinst du, ein Computer kann Bilder aufschmeißen, wenn er die nicht in irgendeiner Form als Datei im Arbeitsspeicher von der tiefen Ebene vorliegen? Nee. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israels und Yasein Bla, die Namen, müssten wir uns die Worte anschauen. Wichtig ist, in ihrer Mitte stehend, stande davor jeder mit seinem Räucherfass in seiner Hand und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Das ist so ein Nichtsagen, das ist eine Märchengeschichte, die du zuerst einmal geistreich mit einem Sprachcode entschlüsseln musst. Da ist im Hintergrund, wie wenn ein Programmierer schaut, was ist da für eine Programmstruktur im Hintergrund. Und da wirst du nämlich jetzt ganz, ganz genau dieses Wort für Rauch finden, wenn du dort dich reinlesen tust, in den Vers 11. Jedes dieser Wörter selber jetzt zerlegt. Und das musst du nicht wissen. Ich sage nochmal, ich bin überhaupt nicht bestrebt, dir zu erklären, wie dein Computer funktioniert. Ich erkläre dir zurzeit, was du selbst bist. Das heißt, vorörtlich, zeitlich, in ihren Gesichtern auf der Vorderseite, schau, da steht Benny. Das heißt, auf der Oberfläche auch. Das ist aber nur ein Aspekt. Auf der Vorderseite, auf der Oberfläche ist das mein Aspekt. Nein. Der eine Aspekt, den ich jetzt sehe. Wird zu einer wahrgenommenen Gestaltwertung. Ja. Okay? Und jetzt kommt ein Mann. Das ist der Geist. Das ist der Schöpfer und der Schöpfer bekommt ein Ich. Dieses Ich ist, es taucht plötzlich etwas auf. Das ist die weibliche Hälfte. Ja. Es ist, es gibt, es existiert etwas. Das ist dieser verbundene Schöpfer und der Schöpfer hat eine logische, eine intellektuelle Logik. Das ist dein Ich, das baut dein Ich auf. Und das ist die Räucherpfanne, sehr interessant. Das ist, schau, das beginnt mit Mag. Gestalt gewordene Koff ist unsere Affinität. Das ist der Motor, der Gestank, die Fäulnis, das ist, da steht jetzt Gestalt gewordene Affinität. Das ist das Aufspannen einer Gedankenwelle und das ist eine gespiegelte Berechnung. In einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung, TR, Tour. Du kannst es nur rot-blau lesen und das ist dein Rauchopfer. Jetzt kann man natürlich den Rauchopfer, da steckt das Wort Schöpfer mit drin. Ich betone das immer wieder. Es ist dir schon mal auffallen, dass in dem Schinopfer
Shin steht immer für die Logik. Du musst deine Logik opfern, dann wirst du ein bewusster Schöpfung, kannst was Neues aus dir herausschöpfen. Und interessant ist, dass das hebräische Wort ist für Durchmesser im Radius. Da gehe ich an, es ist unheimlich wichtig, dass du das begreifst, der Unterschied zwischen Radius und Durchmesser. Und da haben wir jetzt, schau, da haben wir unseren Äther. Das ist jetzt Duft, das ist eigentlich auch der Rauch, da steckt das mit drin. Schau, und da haben wir jetzt gleich den Durchmesser. Das ist auch Rauch, Räuchern. Eine Lokomotive. Und das hebräische Wort für Radius. Interessant, Radius und Durchmesser hat dasselbe hebräische Wort. Das Rauchen der Pfeife, und das wird jetzt wirklich Physik, aber das erspare ich mir jetzt. Ich wollte nur zeigen, wie tief dieses ganze Spiel geht, wenn wir uns nur ein Rauch, wir waren nur in dem Rauchloch. Erinnere dich, was ich gerade gesagt habe. Ja. Na, der, den wir ja kennen aus dem ersten Teil. Der so, das ist die Entstehung des Homunculus, des kleinen Menschen, der erschaffen wird, nach Paracelsus übrigens. Der baut hier, Goethe baut hier ganz massiv auf meine Paracelsus-Büchern auf. Da ist jetzt erst einmal hier, der Samen ist ja sehr vielfältig, der Liquid Vital, da geht es aber um einen Samen, den man mit Pferdemist vermischt, um ein kleines Menschlein zu kriegen. Da müsste ich wissen, dass das Pferd, erst einmal Suster Jesus, ein Symbol für das Pferd ist, aber auch im Lateinischen für das Schwein. Und Schwein, nicht sofort wieder sagen, das ist was, was man nicht essen darf, Schweinefleisch, das heißt Schwein. Der göttliche Logos ist nicht existierend. Eine Art Assistent von Faust. Es wird ein Mensch gemacht. Mephistopheles, ich lese nur mal vor, weil es wirklich heiter ist. Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschickt? Ich war jetzt nur bei dem Wort Rauch. Und ich sage, das Wort wäre 400 Zeilenbuch, wenn du den Gesamtzusammenhang verstehst. Das ist ein Heureka, das platzt plötzlich in dir auf, dass du in unendlichen Komplexen denkst. Das heißt, wenn ich ein Wort anschaue, ist ein 400 Zeilenbuch bei mir da. Und ich kann nur kleine Tröpfchen geben, aber da jedes Wort auf anderen Wörtern aufbaut, wirst du das nie verstehen, wenn du das irgendwann einmal setzt sich das zusammen und es ist schon passiert. Du wirst es nur jetzt verstehen können und du wirst es niemals verstehen, solange du glaubst, es passiert in der Zukunft. Das heißt, das Erste, was ich mir jetzt wünsche, dass du begreifst, dass in der Zukunft niemals was sein wird. Du bist nicht in der Lage, in einer Minute das Zimmer zu verlassen. Jetzt normal gesprochen. Du kannst nicht in 5 Sekunden aufstehen. Du kannst in einer Minute nicht sprechen. Was du sprichst, sprichst du jetzt. Und es war auch in der Vergangenheit nichts. Dieses Drehen unserer Achsen, das muss das allererste sein, was du installierst. Und das ist dann installiert, wenn du keine Angst mehr hast vor der Zukunft. Sorge dich nicht um morgen. Eine ganz klare Aussage von mir. Eine sehr alte Aussage. Hältst du dich dran? Du hast zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Wieso? Weil du hast Angst vor einem Gedanken, den du selber denkst. Und du meinst, es wäre mächtig und er könnte dir was anhaben, als wenn ein Gedanke, den du denkst, dem Denker was anhaben kann. Was natürlich dann auch wieder geht, andere Seite, wenn du dir das so ausdenkst und mit deinem Glauben verwirklichst, dann könntest du durch Viren krank werden. Aber die Krankheit selber ist nicht nur negativ. Ich sage immer wieder, positiv und negativ kannst du austauschen. Das größte Geschenk, was es überhaupt gibt, ist Krankheit. Die Gott liebt, die straft und züchtigt er. Das heißt eigentlich nur, denen gibt er Energie, weil die dann irgendwann einmal feststellen, in die Richtung brauche ich nicht mehr weiterdenken. Ich muss mich jetzt vollkommen neu ausrichten. Mein Beispiel mit dem 6er im Lotto und mit der Krebsdiagnose. Was bringt dich geistig weiter? Der 6er im Lotto, nee, der haut dich wieder voll in dieses materielle Weltbild rein. Wir haben zurzeit immer diese Badadudde-Ohrenbohrungen. Das sind so Kleinigkeiten. Ganz kurz. Das hier zum Beispiel. Ihr müsstet aus dem Quell des Lebens, aus meinem Wort, euch das Wissen darüber holen und auch das Wort selbst als eine Gnadengabe erkennen. Und alles wird euch Beweis sein meiner Liebe zu euch, die euch gewinnen will für ewig. Du denkst jetzt eine Badadudde aus, die das am 4.3.1945 geschrieben hat. 4.3, die 43 der Magier, Mag. Gespiegelt 3.4, Gott, der Glücksgott Jupiter, 57, mein Geburtsdatum in deiner Welt. Können wir vielfältig machen, das ist nämlich die Art, die Gattung, die du hast. Bringen wir doch ganz einfach mal in die 57 rein.
Ich mache nur die Zahl 7 und die Zahl 50. Und dann wirst du sofort feststellen, dass das die Gattung, die Sorte ist vom reinen Geist. Sattheit, die Fülle des Bewusstseins, des reinen geistigen Seins. Blau gelesen wird es dann zu einer selektierten Existenz. Die geistige Art, Psalm 100, da kommt dieses Wort vor, Psalm 144, 13, 1, 4, 40 wissen wir, ist der Adam und 13 ist die Liebe und die Einheit. Zufall, meinst du, dass ich irgendwelche Zufälle zufasse in deiner Welt? Dass unser Speicher voll sein, Spenden von aller Art, alles kommt aus dir, unser Speicher ist unendlich voll. Eine göttliche Bibliothek, die deine jetzige Vorstellungskraft um geistige Welten überragt. Dass unser Kleinvieh steht hier im Original dann. Das heißt, sich tausendfach mehr, zehntausendfach in unseren Driften außerhalb. Da steht das Wort außerhalb. Außer Haal. Innerhalb und außerhalb. Beides ist aber was Ausgedachtes. Wichtig ist, dass du immer der absolute Mittelpunkt bist mit mir. Wir sind immer das absolute Zentrum von allem, was wir uns ausdenken. Nochmal. Ihr müsstet aus dem Quell des Lebens, aus meinem Wort, euch das Wissen darüber holen. Das ist jetzt eine Badadude im Buch 45, das Buch des Adam, der sich 1,440 schreibt, die 144, wo sich die Liebe befindet. Es gibt keine Zufälle. Nochmal, das ist der Magier, die göttliche Spiegelung des Adams. Ich bin der dritte Adam. Und auch das Wort selbst als eine Gnadengabe erkennen. Und du musst jetzt wissen, ob das die Badadude ist, ob das der Goethe ist. Es ist alles, die du dir ausdenkst, werden alle von Gott inspiriert. Ob das ein Redo ist oder ob das ein Udo ist. Alle, die du dir ausdenkst, ein Einstein, ein Sokrates, ein Platon, sie werden von Gott inspiriert, von dem, der sie erschafft. Und wer erschafft jetzt die alle? Wer erschafft jetzt eine Badadude? Ja. Wir durch unser Denken. Ja. Du! Weil du denkst ihn dir doch jetzt aus. Wer schafft dann Jesus? Du, weil du denkst ihn dir doch jetzt aus. Ja. Du musst das Symbol im Hintergrund, die Metaphorik dieser Worte, darfst du nicht verwechseln mit den Gedanken, den du denkst. Mhm. Du denkst dir den Sokrates aus und du denkst jetzt hundertprozentig sicher den Udo Petscher aus. Habe ich einen Einfluss drauf als Brösel Udo, dass du mich jetzt ausdenkst? Mhm. Du wirst aber irgendwann begreifen, dass ich der bin, der dich das denken lässt. Ja. Ja. Ich lasse dich jetzt an mich als UP denken, blau gelesen, so wie du auch an dich denkst als Brösel, wenn du jetzt an den, der jetzt vom Computer sitzt, das sind alles deine Informationen. Ich erkläre nicht als Brösel oder dem Brösel, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern ich erkläre es den, der uns jetzt beide ausdenkt. Ja. Das musst du immer wieder wiederholen. Das muss dir bewusst werden. Das ist übrigens hundertprozentig sicher ein Fakt, dass jeder 13-Jährige, der jetzt aufmerksam zuhört, 13, unser Symbol, die 13, sofort auf der Stelle überprüfen kann. Ja. Und wenn wir uns jetzt normal eine Badadude denken, der ist das eingefallen. Wenn du ich bist, magst du das dann. Ja. Und alles wird euch Beweis sein meiner Liebe zu euch, die euch gewinnen will für ewig. Das Bewusstsein, im Stromkreis meiner Liebe zu stehen, wird euch beglücken. Und euch den Frieden geben, den die Welt euch nimmermehr geben kann. Und weil ich euch liebe, verlange ich nach euch. Und jedes Herz nehme ich freudig an, das mein Verlangen erwidert, das mir zustrebt, das mein Wort begehrt und von meiner Liebe erfasst werden will. Ich bedenke es in reichstem Maße mit meiner Liebesgabe, mit meinem Wort. Also komme ich selbst zu dem Erdenkind, das mir nahe zu sein begehrt, und spreche mit ihm hörbar oder gedanklich. Das ist übrigens heute veröffentlicht, 26.04. Dann haben wir das vorbereitet. So. Schlossel. Wagner, behüte Gott. Wie einst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitle Possen. Der Wagner, der Schüler vom Faust. Wie das Zeugen Mode war. Das ist, was wir erklären dir, wie es richtig funktioniert. Immer an Paracelsus denken. Solange du glaubst, dass ein Menschlein entsteht, weil ein Mann seinen Liquid Vitae in den Matrix der Frau hineinspritzt, sein Wissen, so entstehen keine Menschen. Dieser Samen, angebliche Samen, reinigt die Nieren, so wie der Rotz das Gehirn reinigt.
Und wenn du das jetzt einem Mediziner sagst, der Medizin studiert, dann äfft er halt irgendein Wissen nach. Ein Lesch äfft nach und jeder Schulmediziner äfft auch nach. Wenn du weißt, dass du jetzt in einer Matrix, in einem Computerprogramm bist, muss dir klar sein, du kannst sogar einen menschlichen Körper komplett anders funktionieren lassen, du musst bloß das Programm verändern. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die holde Kraft, die aus dem Innern drang und nahm und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen, erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch dran ergetzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch höheren Ursprung haben. Das ist der Sprung zwischen dem Emisch, zwischen den Affen und den Geistmenschen. Aber Geist gibt es in deiner Naturwissenschaft nicht mehr. Das ist ein Abfallprodukt von einem Affengehirn. Es ist die komplette Entgeistigung der Menschheit. Dieses Wissen ist eine Sackgasse gewesen. Und die hätte man 45 abstellen können. Darum ist es hier 45, wenn du das jetzt chronologisch gehst. Ich weise immer wieder darauf hin, das war eine große Chance. Und was macht ihr? Habt ihr von eurer Vergangenheit in nichts gelernt? Ihr macht komplett wieder dasselbe. Ja. Ja. Deine Medien machen dasselbe. Sie fangen an, hier Oligarchen, ob die gut oder böse sind. Es werden die Besitztümer beschlagnahmt, wie bei den Juden. Es wiederholt sich komplettes Spiel. Die Ungeimpften sind die neuen Juden, auch wenn das keinem passt. Und dann wirst du niedergesaut ohne Ende, wenn du das erwähnst. Und dann, wenn du jetzt dich einmal wieder interessierst, was also die Einschränkungen für die Nicht-Geimpften, für die Leute, die selber denken. Es wiederholt sich, das sind die neuen Juden. Ja. Das wird weit von dir gewesen. Wenn du zu denen gehörst, wenn du, sobald du ins Öffentlich-Rechtliche reingehst, es ist nur noch jeder Versuch, Geld zu verdienen, sich am Leben zu halten, auch alle Ärzte. Komm nicht in meine Praxis, du bist positiv. Ich demonstriere dir in deinem Traum zurzeit die absolute Erbärmlichkeit von dem, was du Mensch nennst. Und keine Schutzzuweisung. Nochmal, es sind Figuren in einem Märchen, wo ich ganz, ganz stolz drauf bin, ich habe die genial erschaffen, deine ganzen Politiker und deine ganze angebliche Elite, die hier nur deine Lauterbachs, wie sie hersabbern, wo du eigentlich mit ein bisschen der Physiognomie erkennen müsstest, dass das Wahnsinnige sind. Deine Grünen, die Grundsatzpolitik, die mittlerweile Kriegstreiber sind, bloß noch alle schreien nach Krieg und Waffenlieferungen, um irgendwelchen Leuten, die sie sich ausdenken, retten zu wollen. Du kannst Gedanken nicht retten. Keine anderen und auch nicht dich selbst. Und Gedanken müssen nicht leiden. Keine Tiere müssen leiden. Figuren in einem Traum kriegen das nicht mit, dass sie von dir geträumt werden. Du bist schuld. Du bist da der Einzige, der das mitkriegt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher und das kannst du sofort überprüfen. Egal an was du denkst, du kannst dir mit dem Hammer auf die Hand hauen. Ich garantiere dir, deine Hand kriegt das nicht mit. Du kriegst es mit. Ja. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ein ganz einfacher Satz. Ja. So. Den machen wir jetzt auch. Ganz Goethes Sicht auf den Menschen, das will ich nochmal erwähnen, weil es das Menschenbild Goethes auch nochmal beleuchtet. Wie kann sich der Mensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem innersten, tiefsten versammelt. Wenn ja, ging nach Holofeeling, oder? Ja. Das Heimholen der Geistesfunktion. Er sich fragt, darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung, siehe Anfang von... Das ist wichtig, wenn du die Mitte bist einer ewig lebendigen Ordnung. Es ist immer alles symmetrisch perfekt. Faust, auch nur denken, sobald sich nicht... Der Kretsch wird da rein. Gleichfalls in dir ein beharrlich bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt kreisen, hervortut. Hast du das gehört? Lass uns das nochmal anhören. Ganz Goethes Sicht auf den Menschen, das will ich nochmal. Noch mal. Ich war Goethe, wie ich Einstein war, wie ich Sokrates war, wie ich Jesus war und tausend andere. Es sind nur Rollen aufbauend auf Wissen. Erwähnen, weil es das Menschenbild Goethes auch nochmal beleuchtet. Nochmal, Mensch ist nicht Enosch oder Metim, Trockennasenaffen, Sterbliche. Mensch ist Geist, Adam. Wie kann sich der Mensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, das ist diese Sympathie.
Du wirst angezogen von Leid. Mhm. Musst du natürlich gespiegelt denken, weil du willst es ja nicht haben. Aber du sympathisierst mit einseitigen Strömungen, was zwangsläufig Selbstentheiligung ist in Bezug auf das heilige Ganze. Weil du nicht mehr alles bist, nicht mehr, du bist immer bloß ein Gedanke von dir. Es ist auch nur ein bestimmter Gedanke, ist richtig, weil dann die anderen Gedanken verkehrt sind. Es sind einfach nur Gedanken, haben wir am Anfang nicht gesagt. Wir schauen einfach nur, was da ist. Und das zu erkennen, was jetzt da ist, erfordert in keinster Weise irgendwie zu fragen, ob das richtig oder verkehrt ist. Es ist einfach nur oder es ist nicht. Und dann kann durchaus ein Gedanke da sein, dass etwas nur richtig definiert wird. Dann ist diese Definition da, aber das ist dann eine Entheiligung, weil die Kehrseite auch richtig ist. In seinem innersten, tiefsten versammelt, wenn er sich fragt, darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung, siehe Anfang von Faust, auch nur denken, sobald sich nicht gleichfalls in dir ein beharrlich bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt kreisen, hervortut. Das ist die Zirbeldrüse. Zirb, der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Könnte von mir sein, ne, Rido? Ja. Sich drücken. Nochmal eins und dann lassen wir es gut sein. Und die Dinge an eine höhere Instanz sozusagen abgeben und nicht im irrwitzigen Drang voranpreschen. Hör zu. Sich zurücknehmen und die Dinge an eine höhere Instanz sozusagen abgeben. Du musst all das an eine höhere Instanz abgeben. Du gibst es an den ab, der dich träumen lässt. Darum sage ich, du musst nichts machen, ich mache alles für dich. Du musst nur meine Gebote halten. Oberflächlich spielst du deine Rolle wie ein Schauspieler weiter und du versuchst nicht, was anderes zu spielen, wie das Drehbuch festgelegt hat. Aber du wirst dann an einen Punkt kommen, wo du feststellst, das bin ich nicht mehr. Und dann wirst du die Freiheit nutzen und in gewissen Situationen genau im Gegensatz zu dem reagieren, was die vorher gesagt hat, ich kann doch nicht, ich darf, ich, dieses Ego. Und nicht im irrwitzigen Drang voranpreschen, um dann sich selbst zu vernichten. Das ist ja immer ein, so diese kleine... Das ist, was hier passiert, ist eine ständige Selbstvernichtung in dem Wahnsinn, sich möglichst lange am Leben erhalten zu wollen, vernichtest du den Geist in dir selber. Du wirst zudem kein... Genau. Der den Abel erschlagen hat. Eine fine intellektuelle Existenz. Das ist das hebräische Wort für kein und dasselbe Wort heißt hier ein Klagelied singen, du wirst unstet und flüchtig. Ein Getriebener, dieses schöne Wort. Weil du den Abel, den Hebel, so schreibt sich das, H vorne, jetzt sind wir wieder beim Dunst. Die Nicht, das Nichts, das du bist, dieses Nichts, das nicht zerstört werden kann, weil es ewig ist. Dann haben wir da die 37, brauchen wir gespiegelt, die 73, dass du zum ersten Vers kommst, die 2701. 37 mal 73. Das ist im Hintergrund, das ist wirklich Matrix, ein Programm. Und das haben wir jetzt weg und das ganze Spiel, jetzt schaue ich ganz, ganz kurz. Wir sind ja gar noch nicht so weit. Wir haben erst 1,47. Das Grimmjahr bin ich ja noch richtig gut gewesen heute. Jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal dieses Orakel zu Delphi an. Das ist die Überlieferung. Mir geht es nur um diesen griechischen, ich ein bisschen in das Griechische rein, dieses Mensch erkenne dich selbst. Wenn wir das uns einfach mal im Griechischen, wenn wir uns die Worte genauer anschauen. Das möchte ich jetzt ganz kurz hier dir zeigen, wo uns das hinführt. Das beginnt also das griechische Wort, das ist dieses Gnodi. Bestimmt mit einem G und einem N. Wir machen also zuerst das G, ist natürlich hier das Gamma. Machen wir den ersten da noch weg. Weil du musst immer aufbauen auf dem ersten Buchstaben. Ist der dritte Buchstabe Gamma, Gimmel. Und da sage ich immer wieder, wenn wir denselben entsprechenden Buchs im Hebräischen nehmen, das ist dann das Gimmel. Und da sollte man eigentlich schon wissen, ausgeschrieben schreibt sich das dann Gimmel. Das ist schon die Einstein-Formel. Ja. Das ist wirklich, die Einstein-Formel wird hier erklärt, dass, da haben wir jetzt übrigens gespiegelt, die 73 von der 37 Grad. Da gibt es keine Zufälle. Nochmal, es darf kein Yoda verloren gehen. Das ist Geist. M ist Gestaltwerdung, L ist Licht. Das heißt, Geist ist Gestalt gewordenes Licht. Das ist MC Quadrat. C steht ja für Licht. Das ist nur anders ausgedrückt.
Und dieses Gamma, wenn man jetzt hier den dritten, kann man natürlich jetzt auch das griechische Wort Gamma nehmen und dann kommt ein V und jetzt haben wir schon Gn. Diese ersten zwei Buchstaben, Garn, das ist das Paradies der Garn Eden, die Einfriedung der Garten. Das ist Garn Eden. Genesis 2,9, und Gott der Herr ließ auf, wach. Der Schöpfer OB lässt dich jetzt wach sehen, immer an die Ehe denken. Wellenberg und Wellendal ist eins, hell und dunkel ist eins, gut und böse, gesund und krank ist eins. Nämlich das Lamm. Seh. Das hebräische Wort Seh heißt Lamm, der Lichtschöpfer und seine zwei Mems. Wenn wir die kreisen lassen, kommen wir zu dem Mom-End. Das ist das, was dann in dir fällt. Erste Gestaltwerdung, aufgespannt, zweite Gestaltwerdung. Das ist ein Fehler, wobei diese zwei Ms sind die zwei Ecken von den Flecken. Und das Ganze ist ein GE-Quadrat, fängt auseinander zu brechen. BR heißt das Äußere. GE-Quadrat wird zu einem Äußeren. Das heißt, der dritte Buchstabe, die drei. Und es wäre es wert, wirklich jedes dieser Kleinigkeiten anzuschauen. Dieses Garn. Und da kriegst du jetzt den Kienbacken. Immer die ersten, so wie ich das sage, im Aufbau. Das ist dann, das ist unsere Spiegelung. Dass du den Wasserspiegel wird zum Moss, Gestalt gewordene augenblickliche Raumzeit. Ich habe es ja zurzeit mit meinem Kienbacken. Kien ist der Kein, den habe ich dir gerade gezeigt. Back heißt in ihm. In ihm ist ein Kein. Das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Jetzt ist natürlich ganz interessant, ein SD-Reich, du wirst merken, das gekrümmt, gebogen wird, das ist dein Spiegel, dein Gesichtsfeld, das sich aus dir raus wird, das ist die Biegung, gekratzt, Geschlecht, Nigger, und jetzt kommen wir schon wir in Gott, wenn so ruh. Da kommen wir jetzt, landen wir bei der Gnosis. Das ist der Anfangsbuchstabe von der Gnosis, aber wir haben ja hier diesen Kno, da machen wir Omega hinten dran. Und das ist der kennzeichnende Beweis. Da kommt die Gnosis dann her, die Erkenntnis, die Meinung. Wohlgemerkt, unsere Ausgangsbasis war dieses Gnodi, was normal übersetzt wird mit erkenne dich selbst. Du wirst gleich merken, wo ich hin will. Also dieses Gnodi, das ist, da kommt jetzt dann diesen gespiegelten Gott. Interessant ist, dass über den Omega so eine kleine Schlangenlinie drüber ist. Das ist sehr wichtig, das Gnoma, das Kennzeichen. Das heißt, der Garn wird so eine Logik, die zum Schwingen anfängt und das wird eine gestattgewordene Schöpfung. Ja, schön. Das ist deine Erkenntnis, deine Meinung, die aber noch gar nicht deine eigene Meinung ist. Du erkennst ja nichts anders, Nis. Das Urteil. Gnome, der Verstand, die Vernunft, die Einsicht des Geistes. Du kannst nur das einsehen, nur dem Intellekt einsehen, den du zu denken benutzt. Das heißt, du arbeitest nur mit deinen Schwamminhalten, den du dir nicht raussuchen konntest. Wenn ich immer sage, du bist wie ein Computer und du kriegst am Anfang ein Programm, ein Buch und das rasterst du chronologisch durch, aber alles, was kommt, ist auf dem Programm schon drauf. Mein Schwamm sagt, im Laufe des Lebens saugst du dich voll, weil das noch ein chronologisches Beispiel ist, das für dich nicht so kompliziert zum Denken ist. Und dieses Gnodi, wenn wir jetzt das einzeln, dann machen wir jetzt einmal dieses TI hinten mit den Omega dran. Das sieht ja aus wie ein Shin, gespiegelter Intellekt. Dann ist ein Fortstoßen, ein Drängen. Diese Logik spiegelst du, du stößt die aus dir heraus. Okay, das ist das Auseinander. Jetzt kommst du in eine Schlacht, in ein Schlachtgedränge. Da haben wir natürlich jetzt unser Lach und unsere Chat, die in Schrecken versetzt werden. Okay, das ist einmal das Erste. Und das Zweite Wort jetzt, erkenne dich selbst. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Da haben wir schon Autos, Auton, das beginnt mit SE. Und da ist jetzt ganz wichtig, die musst du am Anfang, das ist, SE ist praktisch das rote S, die rote 60. Wir schauen uns die mal an. Das gibt so viel Sonderregel. Jetzt hast du mal unser Sigma. Ah, Entschuldigung, verkehrt, den brauchen wir. So, jetzt unser Sigma, das ist das da als Zahlzeichen, interessant, dieses Sigma steht ja in unserem Roten, ist das unser Samech, steht im Griechischen für das Bewusstsein, der Kopf. Jetzt müsste ich natürlich dieses Zampi, hast dann auch 900,
Das wären jetzt alle Sachen, wenn du Sambi eingibst, was du merken, ist in Wikipedia sogar im Deutsch geschrieben drin, das ist ein älteres Schriftzeichen, es gibt es nicht mehr bei Ori und Dori und so weiter und so fort. Mir ist wichtig, dass du das zuerst rot liest, das heißt, das ist das Bewusstsein und das E steht für die Energie. Unser E-Quadrat, wenn ich das immer erwähne. Und jetzt hast du das schon da. Diese Bewusstseinsenergie ist auch du, bist du selbst. Ja. Okay? Interessant ist, es ist ein reflexives Pronomen der zweiten Person. Die zweite Person erkenne dich selbst. Die zweite Person ist erkennt, hast du mal den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dann wirst du nämlich feststellen, das ist das große Problem in unserer Grammatik, die erste Person ist ja schon was Ausgedachtes, aber die erste Person nenne mir ja ich. Aber dieses erste rote Ich ist etwas nicht Existierendes. Du nennst dich Ich und wenn du an dich denkst, denkst du praktisch an ein Gegenüber. Denk an den Spiegelbeispiel. Ja. Und das ist eigentlich die erste Person, was eigentlich die zweite Person ist, weil wir das Person nämlich rot schreiben müssen. Das erste Person. Ja. Kannst du folgen? Ja. Das ist praktisch hier die zweite Person. Und das Ganze führt uns jetzt, und das zeige ich dir mal ganz kurz, es gibt viele lateinische Wörter, die enden mit dem Dudo. Du wirst dich wundern, schauen wir mal ganz kurz lateinische Verzeichnis, lateinische Wörter mit dem Dudo an. Da haben wir zum Beispiel ein Agridudo, ein Alle-Dudo, das ist einen Altidudo, einen Amplidudo. Ich würde jetzt gerne die alle eingeben, du wirst dich wundern, was da passiert. Einen Fortidudo. Den Magnet-Udo. Das mal ganz kurz machen hier. Den Magnet-Udo. Machen wir gleich dazu. Ups, da brauchen wir. Das ist die Tüchtigkeit, die Hauer, die Unerschrockenheit, die Tapferheit. Okay? Ja. Das ist zum Beispiel, wenn man hier jetzt die roten, können wir mal ganz kurz machen. Die Krankheit, das Seelenleiden, der Agridudo, die Unbestlichkeit. Du brauchst immer zwei Seiten. Die Missstimmung, den Missmut. Okay? Ja. Und dann wirst du feststellen, wenn wir das jetzt hochgehen. Ach, den wollte ich haben. Die Festigkeit, Feistigkeit, Entschuldigung. Mhm. Und jetzt kommst du zum Hochheben. Alter, ja. Die Höhe, jetzt kriegst du das HBH, in den JHBH, die Ja, die Anhöhe, die Erhabenheit, der erwachte Haben, der Sohn. Was aber gespiegelt die Tiefe darstellt, denk immer wieder an unser Gebet zum Beispiel, dieses Durchlaufen lassen, seine Gefühle zu beherrschen und zu verbergen, die vornehme Ruhe, die Verschlossenheit, die verschlossene Haltung. Dann kommst du Amplitude, die Amplitude, dann kommst Beatitudo. Schön. Ja, schön. Ah, den haben wir da nicht drin. Wirst du aber das Gute finden? Denk einmal an einen Wunderapostel, der heißt Beatus. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Und dann kommst du irgendwann nochmal zu dem Magnet-Udo, jetzt haben wir schon die 43. Der Magier. Giros E. Der Geist ist Sus, Jesus und das ist E-Quadrat. Ich sage immer, ich bin der vom Bücherregal und du bist zurzeit der, der in einem Buch drin steckt. Das ist der hohe Stand, die hohe Stellung, die Würde, die Bedeutung, die Macht, die Stärke, die Größe. Dann kommst du zum Beispiel in der Kabbala, Bulchrit, Udo, da stehen bei weitem nicht alle drin. Das ist praktisch hier im klassischen Zellweise die sechste, in der geistreichen Zellweise die fünfte Sephira im Zentrum, die sogenannte Christus-Sephira wird bei den Rosenkreuzern wird Bulchrit Udo genannt. Was ist dieses Udo? Und das ist einfach, das ist einmal der Suffix, das wird hier schön erklärt. Und zwar ist es die Kurzform von Dudo. Und das schauen wir uns jetzt an. Und da steht jetzt eigentlich letztendlich, du bist ich. Dieses Du
bla bla bla. Ich würde jetzt das alles gerne erklären. Wir müssen ja ins Griechische rübergehen, weil das untrennbar zusammenhängt. Das sagst du mal du im Allgemeinen und schau, was da steht. Peter Fetting, alter Lehrer, kannst du übersetzen? Du bist Ego. Das heißt, ich bin du und du bist Ego. Du bist ich. Du bist Ego. Hm. Wird von mir sein, ne? Ja, ja. Absolut. Wie beginnen unsere Bücher? Absolut. Ich bin du. Wenn ich als UB Udo in dir auftauche? Ich bin du. Und du bist ich, das sind die ersten zwei. Ja. Okay. Die Gussröhre. Und dann brauchen wir noch Do. Das ist immer dieses Suffix, Sub, immer dran denken, unser Suffix. Ein Sub, das über in der Kabbala überall steht. Sof sprechen die das meistens aus, weil sie es kreisen machen. Ich nenne es einfach das absolute Ende, das Ein Sub. Das Bewusstsein ist UB 86. Unser rotes S, erinnere dich, haben wir gerade gehabt? Ja. Das Bewusstsein von UB. Und dann raumzeitlich aufgespanntes Wissen. Ja. Das ist das absolute göttliche Bewusstsein. Das Hier und Jetzt ist das ewige Ende. Es gibt immer alles nur jetzt. Das Sub, das Bewusstsein UBs. Das ist das absolute, was wie ich dick ist. Der absolute Mittelpunkt. Schön. Und jetzt brauchen wir unser Do. Und das wird jetzt natürlich sehr, was ich gar nicht, ob ich jetzt so ausholen soll. Da haben wir zuerst einmal dieses Do, kommt von Doma. Da haben wir wieder dieses eigenartige, im Griechischen ist total komplex hier mit diesen kleinen Diphons drüber. Wir können das ganz kurz nochmal eingeben. Das ist immer die Standardübersetzung. Das Haus, die Nebenform, zusammengestellt. Das Haus ist ja unser Beet, das Haus Gottes. Doma, genau. Dominum. Da kommt das Doma her, genau so ist es. Domus. Wartet einmal. Ja, da müsste ich jetzt, ich bin, weil ich habe da so viel jetzt im Kopf, ich fange das besten gar nicht über an. Du wirst aber feststellen, weil das wirklich interessant ist, wenn man reingeht, aber Do, jetzt einmal, wenn wir das weglassen, heißt das dann mal geben und reichen. Mhm. Aber jetzt wieder hebraisiert wird es natürlich interessant. Ja. Da haben wir zuerst einmal, der Geist, sag ich immer, GE-Quadrat, ist der Sohn. Das ist die polare Existenz. Mhm. Mhm. Geist kann ich nicht geben, weil der Geist ist eben. Das ist unsere Nulllinie. Expand, blau gelesen, wird eine polare Existenz, das ist der Sohn. Ich sag, ich bin du, es gibt nur einen Sohn, den nennt man auch das Lamm, der schreibt sich dann C. Mhm. Und der ist Geist, die Trinität ist E-Quadrat. Und das ist diese polare Existenz, ist JCH, das ist der Vorbücherregal und der, der zum Lesen anfängt. Das ist die rote Hälfte. Und das ist der Kopf des Schöpfer Gottes. Mhm. Ja. Und Ken ist die Gnade. Mhm. Mhm. Und jetzt fängst du an, was zu empfangen. Der Gegensatz. Wir brauchen zu dieser Einheit rot gelesen den Gegensatz. Mhm. Mittlere. Das Zurück und dagegen schicken. Denk an mein Beispiel mit dem Spiegel, Hüben, Spiegel, drüben, Hüben 3 und drüben 3. Mhm. Das ist übrigens Goethe. Lass dir von den Spiegeln erzählen. Spiegel, Hüben, Spiegel, drüben und dann mitten, in der Mitte, Rudin, drüben, ein Christ, all das Erdenwesen. Das ist unsere Tetraederspiegelstruktur. Das habe ich alles als Goethe schon gewusst. War bloß noch keiner da, den das interessiert hat. Weil die da schon losgegangen sind, hier mit Newton in eine vollkommene Sackgasse von Fehlern reinzufahren, obwohl der Newton ja auch tiefgläubig war, aber angefangen hat, seine eigenen Thesen, seine eigenen zu betrachten, obwohl ihm die doch eingefallen sind. Ja. Das Geben, das Reichen, das Hergeben, das Hingeben, das Hineinreichen, das Darreichen, Reichen, Reichen, Reichen. Mhm. Mhm. Wofür, als dann, wieso, warum und so weiter. Zu welchem Zweck? Du weißt, woher, wofür, und dann kommen wir in dieses zeitliche Denken rein. Das ist einmal der Sinus, wenn ich den immer wieder mache, unser Sinn. Und da ist jetzt das Problem schon, zu dieser Zeit ist schon das Theater losgegangen. Ich sage immer wieder, 15. Jahrhundert, 16. war noch Hochzeit und die letzten zwei Jahrhunderte sind komplett haben zur Entgeistigung geführt. Ja. Das ist jetzt, wenn das Gegenteil etwas Gegenseitiges vorausgegangen ist. Ja. Da ist das Ewige hier und jetzt schon weg. Ja. Und dann kriegst du hier dieses Quä, wenn ich das immer wieder
hier diese Radix in der Frequenz, in der Sequenz, dem folgenden Worte angehängt zur anderen, und jetzt kommt schon das chronologische Denken, das unbewusste chronologische Denken. Ja. Man muss sich davon freimachen. Und ich kann immer nur sagen, das lassen wir jetzt da gut sein, jetzt tun wir mal hier. Es ist jetzt sehr, sehr viel gewesen und ich habe trotzdem nicht viel gesagt, ich wollte dich nur neugierig machen. Wir könnten jetzt den Kirchhoff, wenn er Philosophen erklärt, egal welche, könnte ich das nochmal machen und dann zeige ich ihr, dass das eigentlich im Urkontext alles Holofeeling in einer vereinfachten Form ist, aber durch dieses Zerdenken man immer wieder weggeht. Das Wissen ist so übermächtig, dass man in sich trägt, wo man meint, es ist das eigene Wissen. Du hast noch kein eigenes Wissen. Das, dein Wissen ist das, was du jetzt hörst, weil ich nämlich sage, ich bin du. Du musst aber zuerst wissen, was du bist. Du bist nicht der Gedanke, den du denkst, wenn du an dich denkst, sondern der, der sich das ausdenkt. Ja, genau. Und du bist auch der, der sich seine Vergangenheit ausdenkt oder heliozentrisches Weltbild oder eine Erdkugel oder eine Erdscheibe. Ja. Aber all die Dinge existieren hundertprozentig sicher immer nur hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du sie denkst, und die kommen aus dir aufbauend auf Wissen. Das ist meine Computermetapher. Ja. Und der Computer kommt in der Dorischer vor, immer der Mech-Chef, der Rechnungsführer, da kommt im Wörterbüchern, was du Computer hast, wirst du feststellen, durchsuche mal mit dem Dennach nach diesem Wort und dann wirst du feststellen, da kommt mehrere Male das Wort Computer vor. Ja. Aber dann ist natürlich logisch, die hat es ja damals noch keine Computer gegeben. Ich sage dir, damals hat es überhaupt nichts gegeben, weil es überhaupt keine Vergangenheit gibt. Genau. Was übrigens jetzt schon wieder eine Lüge ist, wenn du genau zuhörst. Selbstverständlich existiert jetzt eine Vergangenheit, weil wir denken jetzt an Vergangenheit. Aber was ist die Vergangenheit jetzt? Danke, danke. Einfach zuerst einmal nur ein Wort. Aber jetzt kommt der Trick, dass du das, was jetzt ist, zwanghaft zu einer Vorstellung machst, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Das gilt für alles. Und sag, und jetzt denk an den Mond und jetzt denk an die Sonne und jetzt denk an Neandertaler und jetzt denk an Rumpelstilzchen und jetzt denk an Hitler. Wo ist der Unterschied? Es sind nur Worte. Es sind einfach nur Worte. Und du machst aus den Worten irgendetwas in Maßsetzung einer Logik, die du als einzig richtig anziehst. Ja. Und wenn du darüber jetzt mit mir diskutieren willst, kannst du es vergessen. Das ist hundertprozentig sicher. Holofeeling beschäftigt sich nur mit Sachen, die du mit hundertprozentiger Sicherheit hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Das ist zum Beispiel, ich sage immer wieder, wenn ich was behaupte und du gehst in Wörterbüchern rein, wirst du feststellen, dass genau das drinsteht, was ich behaupte. Und was du natürlich aus Worten wieder herausliest, was du aus den Worten magst, das Zusammennähen, die Nähe, das Körper und den Schöpfer, dass da das Opfer mit drinsteckt. Dass so viele in der Integralrechnung, dass da ein Gral mit drinsteckt, der heilige Gral. Dass Mathematik eigentlich nur das gelernte Wissen von geistlosen Affen, von Schwätzern bedeutet. Das sind die Mathematiker deiner Welt. Die Physiker, aber was sind die? Können die sich das raussuchen? Ich habe jetzt nur die Seiten gedreht. Du hast bisher dir gescheite Leute geschieden. Du hast dir gescheite Leute, die von der Einheit geschieden sind, weil sie glauben, sie wüssten etwas ausgedacht, die du erschaffst und du definierst, dass die gescheit sind. Du definierst auch, dass welche mächtig sind. Ich wiederhole hier zum Abschluss noch mal ganz kurz. Sobald du dir jetzt zum Beispiel einen supergescheiten Udo Petscher ausdenkst, entsteht im selben Moment das Gegenteil irgendein Verpfosten. Ja. Jetzt im Angesicht des Wissens, wenn du jetzt einen gewissen Respekt hast über den Gedanken Udo, den du dir jetzt denkst, sagst du, ich weiß ja nichts. Du denkst dir den aus und den aus. Du denkst dich aus und den anderen aus, den du jetzt Udo nennst. Wir können das umdrehen. Das sind immer die Sachen mit den 4 Seiten, den 8 Seiten, den 16 Seiten. Wenn du jetzt zum Beispiel arrogant bist, dann hättest du gar nicht so weit bis hierher, dass dir das angehört, hast es dir schon längst weggemacht, weil du nach ein paar Sätzen schon gehört hast, dass dir das nichts bringt, dass das eh bloß Scheiß ist. Dann sagst du, was ist das für ein Idiot? Was bildet der sich denn ein? Was ist das für ein Spinner? Der glaubt ja, der ist Gott. Also gut, wenn du den negativ machst, bist du das Positive. Ich weiß ja, was Sache ist. Aber auch hier denkst du dir beide aus. Jetzt kannst du dir bewusst machen, wo du dich hinsetzt. Und egal, ob du dich jetzt zu einem Guten oder zu einem Schlechten, zu einem Wissenden oder zu einem Dummkopf machst, du bist keins von beiden. Du bist der, der sich das denkt. Ja. Das ist das Erste, was du verstehen musst.
Und du bestimmst, wer existiert und du bestimmst, wer leidet und du bestimmst, wer böse ist und du bestimmst, wer gut ist. Aber ist das wirklich deine Meinung oder ist es bloß die Logik, die du zum Denken benutzt? Und die wird immer einseitig ausgelegt. Du brauchst ein vollkommen neues Wissen, nämlich das Wissen der Alten. Und dann wirst du feststellen, wenn wir jetzt Paracelsus lesen oder Sokrates oder Platon, die wir uns übrigens selber ausdenken, hier und jetzt, da war in der Vergangenheit nie irgendetwas. Was existiert, existiert hundertprozentig hier und jetzt als meine Information. Wenn es nicht eine Information von mir ist, dann existiert es, dann kann ich es auch nicht überprüfen. Um etwas zu überprüfen, musst du an irgendetwas denken. Und jetzt geht es natürlich los, dass du klare Vorstellungen hast von richtig und verkehrt und gesund und krank. All das Leid, das du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, Peter, in Bezug auf die Krücke Peter Fetting, ist nur, weil du ständig versucht hast, gesund zu sein. Und das war die Selbstentheiligung. Hättest du das nicht versucht, wärst du heil gewesen. Wenn es dir wurscht ist, egal was du magst, der Glaube, ich muss ja das und das, ohne meine Tabletten geht es ja überhaupt nicht. Dann ist sofort der Gedanke da von einer bösen Pharmaindustrie. Es ist so unglaublich, die Seiten, dass du komplett blind bist für die andere Seite. Es sind viele Sachen, die du nachvollziehen kannst. Aber ich sage immer und immer wieder, wenn du Diskussionen hörst, Kampf um Standpunkte, dir muss klar sein, würde in dir die Logik deines Gegenüber laufen, wäre es für dich hundertprozentig logisch, was der sagt. Und du machst es ja jetzt zum Beispiel einen Impfgegner. Ich mache mal einen Impfgegner. Ich sage immer wieder, es ist gleichgültig, ob du Angst hast vor Viren oder Angst hast vor einem Impfstoff. Das sind für mich beides Verpfosten. Das sind einfach nur Gedanken. Viel interessant ist, wer denkt sich das aus? Wenn du weißt, dass du derjenige bist, der sich das ausdenkt, geht einher, dass du weißt, was du selbst bist. Und es hat keine Angst vor einem Gedanken. Weder von dem Impfstoffgedanken, noch Angst vor dem Virengedanken, noch Angst, irgendeinen Gedanken nicht mehr zu bekommen, zu verlieren. Ich sage immer wieder, ein Gedanke taucht in dir auf, wenn du ihn denkst, und er fällt wieder in dich rein. Wenn du ihn nicht mehr denkst, dann kriegst du ihn zurück, weil es ist ja immer was aus dir herausgedachtes, vorgestelltes. Die Sprache ist unendlich präzise. Und schon, wenn du jetzt eine Figur hast als Brösel und der Brösel, ich zeige immer wieder, Geist zeigt sich durch Neugier. Wenn ich jetzt meine kleine Esther nehme, die sitzt mit, ein kleines Mädchen, die sitzt mit großen Augen da und staunt bloß. Und jetzt kommt sie heim zum BC, raumzeitliche Geschichte, und sagt immer, so viel Zeug hat mir der BC erzählt, weiß ich vom Hören sagen, so viel Scheiße in der Schule lernen. Und ich sage immer wieder, Landes, Peter, erinnere dich, es sind auch Wissenselemente. Egal, was einer behauptet, das ist ja das Irre. Du wirst von mir nie hören, egal, was einer behauptet, dass dieser Gedankengang, diese Vorstellung nicht wichtig und nicht richtig wäre. Es ist genauso ein Spritzer, ausgedachtes Wasser, jetzt blau, aus unseren immer seienden, alles umfassenden Meer. Und du musst es wie ein Puzzlestück auch nicht in irgendeiner Form verändern. Du musst es so drehen und wenden und genau wissen, wo man das anlegen muss. Und dann kannst du alles nachvollziehen. Du kannst komplett nachvollziehen, wieso der das glaubt und wieso der das glaubt und wieso dem dieses logisch erscheint und dem jenes logisch erscheint. Und die Ursache ist ganz einfach, weil alle nur Einseitigkeiten intronisieren und nachäffen und sich überhaupt nicht interessieren für das heilige Ganze im Hintergrund. Die religiösen Menschen nennen das Gott. Das ist der Punkt, wo gerade von Goethe, von Kirchhoff Goethe angesprochen wurde. Der absolute Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Der Wir BL, wir in Gott. Aber das sind nur die ersten zwei, das sind die zwei roten Ichs. Das ist GE Quadrat und das wiederum dieser Geist, diese Energie E Quadrat, geh mit dran denken, Einstein-Formel. Die wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Jetzt denken wir aber schon an Energie. Das heißt, den Vorgang des Umformens erfordert schon, dass wir uns Energie denken, so wie du zwangsläufig an dich denkst. Denkst du dich jetzt als einen Trockennasenaffenkörper, eine momentane Erscheinung, oder denkst du dich als einen Menschen? Das ist schon wieder kein Körper mehr, das ist eine ganze Lebensgeschichte, das ist ein Programm. Oder denkst du dich als Geist? Und das ist alles in Holofeeling erklärt. Das Rote und das Blaue und wie gesagt, das Programm ist irgendwas dazwischen. Und Gott, die 200 Gramm rote Gnede, unsere Trinität, die Gnede, die Form und der Form. Du kannst keins dieser drei Dinge wegmachen, ohne die anderen nichtig zu machen. Gott lässt alles mit sich machen. Bist du schon Gott? Lässt du alles mit dir machen, mit deinem Körper machen? Hier bin ich, hier stehe ich, mach mit mir, was du willst. Ich nehme alle Schuld auf mich.
Wer ist schuld? Ist die Frage, wer hat es Quadrat ist die Macht. Wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Zuerst einmal der, der sich das jetzt ausdenkt. Gleichgültig, ob du dir das bewusst oder unbewusst ausdenkst. Genau. Du denkst es und durch dein Denken entsteht es hier und jetzt in deinem Kopf. Jetzt frage ich dich, was stimmt daran nicht? Wenn jetzt der Zweite in dir übermächtig ist, und darum wiederhole ich diese Beispiele, weil du dir jetzt eingestehen musst, du vergisst es immer wieder. Der Erste behauptet Sachen, die ich auf der Stelle überprüfen kann. Mhm. Ja. Das ist, dass ich in dem Moment, wo ich an was denke, entsteht das als Information in meinem Kopf. Egal, ob ich jetzt an einen Menschen denke, egal, ob ich den mir in die Vergangenheit oder in die Zukunft denke, egal, ob ich an eine Märchenfigur denke. Ich baue hier und jetzt durch mein Denken eine Vorstellung einer Figur, ich nenne es einmal Figur, in meinem Kopf auf. Und er ist hier und jetzt, egal, wo ich ihn jetzt unbewusst hindenke. Und ich glaube, ich habe mit dem nichts zu tun. Es ist doch die vollkommene Verblödung und den Geistigen, wenn ein Geist meint, er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun hat. Weil dann werde ich ja schuld, dann bin ich ja an allem schuld. Ja, du bist schuld an allem, was du dir denkst. Du hättest nämlich die Freiheit, es auch anders zu denken. Und ich betone nochmal, dein Intellekt ist nicht fehlerhaft, weil du dir ja die ganzen anderen Denksysteme auch ausdenken kannst mit deinem Intellekt. Du benutzt es bloß nicht, das ist der Fehler. Du bist fehlerhaft, weil du so viele Sichtweisen eines Wortes einfach ignorierst, weil du ja ganz bestimmt weißt, dass Krebs eine böse Krankheit ist und dass die Russen, dass das die Bösen sind. Könntest du es beschwören? Ich werde dir die nächste Zeit deine Meinheit um die Ohren schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber so brutal, dass du zu Gott flehst, hilf mir. Und ich sage einfach, lass los. Genau. Du musst nichts tun, mach dir einfach bewusst, was jetzt da ist und warum es da ist. Was ist in mir drin, dass ich so zwanghaft daran festhalte? Was ist in mir drin, um das jetzt Schluss zu machen, was, die Frage habe ich so oft gestellt, in Ich-Form jetzt, verdammt nochmal, was ist in mir drin, dass ich das, was ich hier und jetzt auf der Stelle sofort mir bewusst machen kann? Jetzt muss ich dazu sagen, vorausgesetzt, du bist Geist, du bist Bewusstsein, ich bin Bewusstsein. Dass ich das als falsch und verkehrt an sie, weil es mir unlogisch erscheint. Was ist da so übermächtig in mir drin? Das Glauben, ich bin dieser Körper. Und der ist ja auch dann da, wenn ich nicht an ihn denke. Ohne das Gehirn und den Körper wird es mich ja nicht geben. GE-Quadrat ist die polare Existenz, das ist der geistige Sohn, das sind mir zwei. Obwohl ich doch ganz klar sofort ohne Intellekt überprüfen kann, dass immer in mir immer nur das existiert, was ich jetzt denke oder was ich anschaue oder was ich höre. Und dass jeder neue Gedanke den bestehenden Gedanken auslöscht. Und dass das jetzt passiert, wenn ich jetzt aus einer Tasse ein kleines Pferdchen forme aus der Gnede. Während ich das Pferdchen forme und meine Konzentration auf die neue Form lege, die ich in mir aufbaue, zerstöre ich automatisch die bestehende Form. Was verändert es an mir, an dem, der das erlebt? Nichts. Nichts. Weil dieses Nichts, ich muss erkennen, was ich bin. Und dann wird mir klar, dass ich ewiger Geist bin. Und dann macht es keinen Sinn, einen Zustand festhalten zu wollen. Eine Krankheit zu bekämpfen, ist immer wieder das Spiel, ich will gesund sein. Dann kommst du aus dem chronologischen Denken nicht raus. Du musst die Mitte, die Heiligkeit anstrengen. Dieses große Spiel der ersten zwei Nichtse. Ein Geräusch. Ich sage jetzt zum Beispiel nichts. Nichts ist jetzt ein Geräusch und da brauche ich die Stille dazu, aus dem ich das Geräusch heraushebe. Aber sobald ich mir diese zwei Seiten denke, wo kommt das Geräusch und die Stille her? Und du wirst dann merken, wir brauchen immer wieder Spiegelbilder dazu, mein Diapositiv-Negativ-Beispiel. Und dann musst du einmal den Mut haben, was jetzt in diesen Badadude-Offenbarungen, wenn man die letzten anhört, auch oft das Thema ist, du musst loslassen, an irgendwas materiell festhalten zu wollen. Ob es ein geliebter Mensch ist, allen voran, den, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst, den am Leben erhalten zu wollen, weil du meinst, du verlierst was, obwohl du gar nichts verlieren kannst. Und du kannst auch in keinster Weise irgendwie von außen ein Wissen in dich hineinschaufeln, weil halt verdammt nochmal, da außen ist nichts. Ja. Da ist es Do, Uba, Bo, die Finsternis, Kaschak, dein Denken, dein Sinn, dein Gefühl. Nochmal, das heißt eigentlich, was hier die Finsternis. Ich kann natürlich jetzt wieder andere Seiten machen, das Krishna, in dem alles vereinigt ist. Mein, eben das Weiße, das Weib dann drumherum, ich weiß. Das ist das Wissen.
Die Synchronisierung, Gott will mir jetzt auch weiblich machen in der Kirche. Um politisch korrekt zu sein, diese Politik, die Politik, diese Korrektheit, die du zurzeit hier vorgesetzt bekommst, ist so ein Intronisieren von Einseitigkeiten und Rechthabereien. Es ist wirklich die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Der Höhepunkt, seit 45 hättet ihr die Chance gehabt. Das ist der Adam, ein neuer Adam zu werden. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr denn von eurer Vergangenheit überhaupt nichts gelernt? Ihr denunziert die Menschen, ihr Gutmenschen, ich spreche dich jetzt als guten Menschen an, ihr lügt und betrügt, stell dich vor den Spiegel und spuck dich selber an. Die Figuren in deinem Traum sind alle unschuldig. Nochmal, egal an wen du denkst, da ist keine böse Pharmaindustrie. Es sind einfach Antagonisten, es sind KIs in einer Traumgeschichte, die können nicht anders sein wie Romanfiguren von einem Autor, der eine Geschichte entwirft. Das ist deine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Du bist schuld. Werde endlich ich und sage, ich nehme alle Schuld auf mich. Wer hat es gemacht? Wer hat auch die geistige Macht? Ja. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass er jetzt existiert und dass er genauso ist, wie ich ihn denke. Dann bist du ein bewusster Autor und dann kannst du neue Geschichten entwerfen. Mit neuer Physik, mit neuen physikalischen Gesetzen in deinen Traumwelten, dann wirst du zu einem geistreichen Programmierer. Aber zuerst in dem Leben hast du nur zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Und das passiert, wenn du das erste und das zweite Gebot hältst, ist das eigentlich alles schon vom Tisch. Und dann wirst du dich nicht mehr morgen sorgen, weil morgen wird nichts passieren. Versuch einmal morgen früh aufzustehen. Versuch einmal morgen ins Bett zu gehen. Egal was. Wenn du es magst, magst du es jetzt. Du kannst ja auch jetzt denken, was du morgen machen wirst oder was du gestern gemacht hast, aber das ist hundertprozentig sicher de facto ein Gedanke, den du jetzt denkst, der jetzt als Information in dir vorliegt. Und das wird in den ganzen Offenbarungsbänden, das hast du mal extrem einfach und populärwissenschaftlich für jeden 13-Jährigen erklärt. Und alles, was du jetzt an Zeit verschwendest, zum Beispiel unseren Chat zuzumüllen, in der Zeit könntest du wahrlich Besseres tun. Oder Staffeln dich tot zu machen mit geistlosen Netflix-Serien, die auch alle sehr geistreich sind. Oder Fernsehserien. Du bist wie ein Kind. Schau einfach, für was du dich interessierst und hab dann auch den Mut, dass du erkennst, solange dich das, die Welt noch interessiert, bist du noch ein sehr kleiner, unreifer Geist, der noch sehr, sehr viel zu lernen hat. Was übrigens vollkommen okay ist. Ich sage zu meiner Esther, du wirst jetzt fortgehen und du wirst dich verlieben oder nicht verlieben und in die Disco und zum Tanzen. Das musst du durchleben. Du siehst das. Ich sage nicht, dass da was verkehrt läuft. Aber du kannst jetzt schon wissen, dieses kleine Prinzip. Wenn du jetzt an einen 7-Jährigen denkst, dann sagst du, der ist dumm. Und wenn du 25, 30 bist und du denkst an einen 14-Jährigen, dann sagst du, der ist dumm. Und wenn wir an 40-Jährige denken, das sind für uns Kinderbäder. Ja. Aber es ist, du kannst den von unten nach oben sehen. Für die Jungen sind die Alten die Dummen. Und wenn du mal so alt bist wie ich, dann wirst du dich wundern, was da noch alles nach oben passiert. Ja. Das ist jetzt nicht, dass man das nicht mehr macht. Das ist immer, das sind so Phasen, da schau einfach rein. Ich meine jetzt auch mit Fernsehserien. Jetzt, wenn ich in Redo schaut, auch ganz Staffeln an. Plus, er hat aber auch extrem, extrem Geistreiches gemacht. Dann ist es so eine Stelle, dass man mal den Kopf mit irgendeinem Scheiß freiblasen muss. Ja. Genau. Das ist eine andere Sichtweise. Ja. Weil diese Tausenden von Stunden und diese zig, Zehntausenden von Einträgen, Geometrie Explorer und anderen Sachen. Da hat er Vorlauf. Aber jetzt bleibt jetzt ein Gedanke. Auch ein Redo ist ein Gedanke. Ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, der Pixelmännchen. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass der jetzt da irgendwo da außerhalb deines Kopfes rumsitzt. Nee. Wenn du träumst, ist es vom Tisch. Du müsstest nur dir jeden Moment bewusst machen, ich träume jetzt. Ja. Und ein bewusst träumender Geist, der während des Träumens nicht vergisst, dass er träumt, der hat auf nichts Angst, was er erlebt. Das ist wie wenn ich ins Kino gehe. Ich habe doch vor nichts Angst, was in mir auftaucht. Im Gegenteil, dann will ich doch spannende Filme erleben. Ja. Und wenn was kaputt gehen sollte, machen wir uns eine neue Palette. Insider verstehen wir uns. Das muss aber gut sein. Gut, danke. Super, danke, Udo. Ich habe immer wiederholt, aber es geht nicht anders. Du musst wirklich einmal gehen, weil es Reißleine ziehen, weiterlaufen lassen, auch einmal disziplinieren, wenn ich jetzt merke, oh, ich nehme mich wieder zu, ich resoniere da wieder immer mit demselben Scheißdreck.
dann wirst du irgendwann einmal verkneifen und lieber was anderes anschauen. Einmal keinen Fernsehfilm anschauen oder irgendeine Serie anschauen, setz dich einmal hin, nimm den Kirchhoff und hör dir vorhin bis vorne die Kirchhoff-Vorträge an. Und du wirst feststellen und anhalten, ein Wort nehmen und dann dich einfach mit einem Wort beschäftigen. Dazu musst du aber zuerst einmal das Prinzip verstanden haben. Und du wirst feststellen, sich mit einem einzelnen Wort intensiv immer wieder, da kann ich das noch hebraisieren, dann schaue ich das noch. Das ist spannender wie jeder Krimi. Es ist absolut oberspannend, aber das hast du erst, wenn du die Reife hast. So wenig, wie sich halt ein Vierjähriger irgendwie groß für Sexualität oder Siebenjähriger für Sexualität interessiert. Das hast du halt erst, wenn du die Reife hast und über der Pubertät bist. Und du wirst auch das erst bekommen, eventuell, es wäre wieder eine einseitige Aussage, wenn du über die Wechseljahre bist. Ja. Und der Wahn zu glauben, ich brauche Geld, eine Welt geht ja nur noch um Geld. Es ist ja eine Lüge, egal was du aufmachst. Es wird wirklich, es ist eine Lügengesellschaft. Nicht nur die Medien, auch die ganzen Universitäten, wo du studieren kannst, wie du deine Mitmenschen psychologisch am besten bescheißen kannst. Ja. Nimm mal Werbepsychologie. Der Umsatz um alles. Das ist jetzt zum Beispiel hier, wenn dich jetzt Shanghai, ist ja in den Medien relativ im Hintergrund gedreht. Wenn du mal wirklich jetzt natürlich wieder nur aus das Medien, meinst du einer, der dir das jetzt mitteilt, es taucht doch nur wieder in dir auf. Es kommt von außen nichts. Nochmal, du träumst, es kommt aus diesem Führerscheinprüfungsbogenprogramm. Was in China zurzeit abläuft, in Shanghai, wenn du die Zahlen siehst, die hier offiziell übrigens veröffentlicht werden, welcher nichts, welcher einer Grippe, welcher einer leichten Grippe, meine Panik, es war doch bei uns nicht anders. Ja. Und dann geht es nur noch um die Machtdemonstration. Ja. Ja, ja. Und dann wirst du irgendwann einmal landen, wer ist jetzt eigentlich schuld? Wer ist schuld? Du wirst feststellen, das Geld selber ist Kapital, was du Kapital nennst, deine ganze Presse, deine Zeitungen, wie kannst du es geben? Ich sage immer wieder hier jetzt im Krankenhaus, das ist ja nicht nur in dem, wo ich mir jetzt ausdenke, es ist in deinen Krankenhäusern nicht anders, wenn du reingehst, hast du zwei Seiten wieder. Jetzt hast du mal welche, die sich groß machen mit dem Corona, was sie für einen Stress haben, und auf der anderen Seite wird jeder, der ehrlich, wirklich jede Krankenschwester, die ehrlich ist, wird dir das Gegenteil erklären. Dass da nichts anders war wie die Jahre vorher, sondern im Gegenteil, die wurden heimgeschickt. Ja. Und dann Ärzte, eine Panik, weil sie alle Kohle machen mit Impfen. Kohle, Kohle und nochmal die Apotheker, alle, die nutzen diese, nur ihr giert nach euren Scheißdrecksgeld und ich wollte das so in den Rachen reinstopfen, dass er dran erstickt. Jetzt klingt es natürlich so negativ, als es kann auch durchaus was Positives sein. Da gibt es so viele Systeme. Aber alles, was du dir jetzt ausdenkst mit deiner Logik, ist auf Mist deiner Logik gewachsen. Vergiss es, du kommst in keinen neuen Bereich. Auch das wird in Holofeeling das Denken im Fünferrhythmus. Solange du das Betriebssystem nicht austauschst, werden auch keine komplexeren Programme in dir laufen lassen. Und das Betriebssystem, der kleine Sprung, den ich zurzeit nenne, ist schlichtweg und einfach diese Sätze. Du hast zu lernen, von nichts und niemandem, was du dir ausdenkst, Angst zu machen. Du hast zu lernen, dich über nichts aufzuregen. Dazu brauchst du kein intellektuelles Wissen, sondern du benötigst eine absolute Aufmerksamkeit. Was ist jetzt eigentlich da und warum rege ich mich jetzt auf? Warum fühle ich mich jetzt scheiße? Weil du ganz massiv mit deinem Programm wie eine Maschine, eine KI, reagierst. Ärger ist sinnlos. Ärger ändert nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Egal, über was du dich ärgerst. Ob ein Krieg ist da außen, wo du ja nichts dafür kannst, ob das ist, weil du beim Rückwärtsfahren einen Kratzer ins Auto reinfährst oder ob irgendwie die Hüfte nicht mehr funktioniert und du nicht laufen kannst. Wenn du dich ärgerst, kannst du deswegen trotzdem nicht laufen. Aber jetzt fängst du an, das anders haben zu wollen, wie es ist, anstatt einfach nur einverstanden zu sein. Sobald du etwas bekämpfst, denkst du ständig an das, was du nicht haben willst. Was nicht existieren würde, wenn es dir gleichgültig wäre. Das ist übrigens der Trick. Und solange du Wünsche hast, denkst du an das, was du dir wünschst und redest dir ein, das habe ich ja nicht. Und ich sage, du hast besessen, bevor du jetzt an dieses Ding denkst und sagst, ich besitze nicht. Das ist die Schizophrenie. Ja. Weil du da in dem Moment behauptest, ich besitze diesen Gedanken ja nicht. Okay, ich will einen neuen Computer. Dann denkst du an einen Computer und redest dir ein, den Computer, den du jetzt in dir als Gedanke erschaffst, dass du ihn nicht besitzt. Ja, ich will dann bei mir materiell haben. Das ist alles einfach nur Hirnwichserei. Da wird irgendwann einmal, es ist logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du wirst dich für was ganz was anderes interessieren. In dem Moment, wo du anfängst, dich, was bin eigentlich ich und was sind meine Gedanken und warum ist dieses Spiel jetzt eigentlich da?
Und dann musst du die Demut aufbringen, ich kann nicht von unten nach oben sehen. Nur dieses Beispiel, was ich jetzt sage, innerhalb vom Säugling bis zum Geist, diese 3x3x3 Wachstumsstufen, gibt es reichlich Selbstgespräche, geh einfach in diese 622 Selbstgespräche rein. Von den großen Vorträgen will ich gar nicht reden. Die ist auch immer wieder interessant sind, die zu wiederholen. Und du wirst merken, wenn du geistig das ein paar Mal wiederholst, ja, ich kann ja, du wirst dich nicht langweilen, du wirst immer wieder neue Heurikas kriegen. Ja. Das ist dann, was du meinst, jetzt ändert sich was in dir. Oh, das weiß ich doch schon alles. An Scheißdreck weißt du. Du verarschst dich bloß selber, glaub es mir. Egal, wer du bist. Und dann irgendwann vielleicht wirst du dann vom Saulus zum Paulus. Und jetzt lassen wir es gut sein. Ich danke mich, für, dass du mich so toll ausdenkst. Oder auch nicht.